Ab sofort so, jetzt sind alle mal sofort genau wieder zuhören. Der Mike weiß ja, wo ich gerne immer bin. Ganz hinten, dann musst du die auch mit Erfurt schreiben. Ja, die haben eben schon gefragt, wir haben ja gesagt, Big Mac ist letzter. Echt? Naja, musst du denen nochmal sagen, dass du dann letzter bist, falls du mitfahren solltest. Kontranskunde muss gleich nochmal herkommen. Was der Wispel, dass du zu mir sitzt? Dann setze ich mich gern. Mit wem, ja, der ist noch gemutet. Nee, ist er gerade nicht. Hm? Ey, vor meinem Fenster steht ein Renault Magnum. Moinsen, Biggie. Moinsen. Ich hab's gehört. So, mehr sein Mikro ist gerade nicht. Anwesend. Wissen nicht, Erfurt. Soll ich da nicht lieber vor dir fahren? Ja. Basti? Weil Basti meine Legs kennt? Ach, mir ist das Bockwurst. Ich glaub, Tim kennt meine Legs nicht so wie du. Oh, aber Tim wird auch fahren können. Wo ist denn jetzt CNP? Tim, kannst du fahren? Nee, kann ich nicht. Du kannst nie fahren? Es ist in der Nähe. Bist du vor mir fahren mit Bewertung? Da auf der, nee, danke. Wenn du, okay. Wenn du auf die Map guckst, ist es nördlich, direkt von der Garage. Markus, das kannst du ruhig so lassen, das passt. Tim weiß schon, was er macht. Also genug Abstand bei mir halten. Jo. Ist eigentlich noch davor oder dahinter? Bitte davor. Bitte. Dadurch, weil Biggie nichts sagt, schreibe ich mal per Handy. Was denn? Ach, da. Moin. Ich rede doch die ganze Zeit. Ja, das kommt hier nie an. Oh, ey, Leute. Komm nie an. du bist ganz hinten? Alles ist mir total bockwurscht. Hast du was dagegen, wenn ich hinter dir bin? Oder möchtest du lieber nicht hinter mir? Fahr auch vorne, ist mir auch egal. Also, mittendrin. Also, dir wär's wurscht. Na gut, dann bleib ich hinter deinem Arsch. Kannst du gerne hinter mir bleiben. Ah, ja. Nur noch da EFL nochmal Bescheid geben. Jo. M60 bitte, ja? Hey, was? Kannst du mal hoch wispern, dass dann der X-Way in der letzte bei WD ist? Ja, der Typ ist noch nicht mal da, ich weiß nicht, der spricht gerade noch irgendwas mit den anderen. Ja, einfach mit der EFL, die EW ist so deppig. Hast du so? Ich glaube, ja, da. Das wissen, ja, gut. Und gleich. Hm? Der Beglocke. Ist nicht wahr, oder? Ich habe jetzt keinen Tieflader außer irgendeinen hier. Ach Gott! 200 Kilometer weiter weg. Oh, ich hasse mein Windows. Hättest du doch schon längst alles vorbereitet. Darf ich was sagen? Du wolltest nur um 5 oder was? Darf ich was sagen? Sag was. Ah. Oder ist das einfach nur mein Game? Fick dich. Irgendwie habe ich gerade eine Yacht nehmen? Irgendwie hat sich gerade mein komplettes Team verabschiedet, ich weiß nicht warum. Ja, was ist dein Team? Alter. Kann ich auch eine Yacht nehmen? Holy shit, ja. Was war das? Alles was Tieflader ist, darfst du fahren. Nein, kein Schwarzmüller. Oh, Scheiße. Hier hat aber einer von uns Schwarzmüller, ne? Nicht über 18.000, wer denn? Big Mac. Ach, Erfurter! Sonst habe ich halt hier im Umfeld keinen Trailer. Ich hab nur den, also. Pech gehabt. Alter, komm, das Steam hat sich gerade dezent übelst aufgehangen. Nein! Einmal bitte den Platz freihalten. Okay, ich fahr drauf. Boah, kotzt die Wand an, Alter. Hm. Windows 10, habe ich das schon mal gesagt. Find's gut. Den ist geil. Ding ist, wenn man Windows 10 sich mal denkt, am Anfang hat er den PC und dann denkt sich mal bei Windows 10 so ganz YOLO und unregelmäßig, oh, Windows Exe funktioniert nicht. Ja, was? Windows Exe? Ja, Windows Exe funktioniert nicht. Egal. Funktioniert dann das am Rechner nicht. Was du bleibst denn dieses Vieh, Alter? So nach sah gerade mein Steam aus, aber nur mein Steam hat gehangen halt. Übelst krass. Start die Gülle lieber nochmal neu, nicht, dass es irgendwie nochmal passiert. Braucht nochmal kurz eure Hilfe. Ja? Das war der Yubi-Konvoi von GFL, richtig? Ich will noch mal ganz schnell was essen. Von Kontrans. Jo, bis gleich. Nochmal bitte. Von der Kontrans. Kontrans, danke. Mit S hinten dran. Ja. Machst du jetzt ein Nein, 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 nein.
Noch keinen Whisper. Das macht schön der Flo. Ja, der Ding ist einfach nochmal ja zu mir kommen, wenn Radio habe. Eigentlich wollten die dem Bescheid geben, aber. Ja, wenn die, dann haben sie Pech. Da fahren wir einfach, ne? Ja, dass der nochmal eine Whisperliste zu mir legt. Ich habe jetzt zwar eine zu ihm, aber er zu mir halt nicht. Okay. Na, ja, dann muss er es halt insgesamt dann wieder machen. Gesamten TS-Server, zurückwispern, danke an WD oder. Ich weiß nicht, wie der das handelt. Ich denke mal, der macht das so. Ich glaube, ich habe es damals auch mal gemacht, wo ihr nicht dabei wart. Aha. Jetzt sagt das. Basti? Ja, bitte? Kann ich ausnahmsweise die Yacht mit dem Schwarzmüller teilnehmen, weil ich habe sonst im Umkreis nichts Rechtzeitiges. Achso, wenn es eine wunderbare 60 Limitation ist, kann ich natürlich auch nicht schneller fahren. Wenn du an der Fracht holen bist, kannst du auf dem Zahnrad drücken, da hast du auch das Normale. Nein, geht nicht immer. Bei der Yacht nicht? Nein, manchmal ist es nur eine Trailer. Ja, dann hau ran, Dani. Okay, danke. Jo, bin nochmal kurz Küche. Und tatsächlich, Dani, darfst du machen, weiß. Weil ich bin immer noch nicht bei der Firma und ich muss meinen Tee holen. Jetzt wird der kalt. Hat den Ding. Ich noch mehr krank. Noch mehr krank. Du bist krank, du bleibst auch krank. Also. Müssen wir noch was trinken, wohl, ganz vergessen, bis gleich. Ja, bis später. Jo. Gucken, ob der Konvoi pünktlich losgeht. Negativ. Möchte ich. Sonst müsste ich jetzt schon in 4 Minuten da sein. Möchte ich bezweifeln, aber. Wie lange brauchst du noch? Dani. Ich bin noch nicht bei der Firma und diese dreckige 60-Limitation geht selbst auf dieser kleinen Straße hier. Noch 4 Minuten schaffst du. Ja, nee, aber ich muss meinen Tee holen und umfüllen, bei Möglichkeit. Dani hat immer Stress, kann das sein? Ja. Wenn man es auf dem letzten Drucker alles macht? Ja. Ah, ich grüße Dani. Das geht schon so, aber jetzt habe ich einfach so 7 Minuten nach halb gemerkt, oh Scheiße, das ist der Konvoi. Und ja. Ach, Dani. Ja. 20 Uhr du musst mal aus deinem Kopf diesen PC da mal ein bisschen weiter wegstellen. Nee, wenn du gedanklich da bist. Ja, ist ja noch schlimmer. So, dran denken, Biggie macht wieder Übertragung, ne? Ja. Immer. Und Biggie, dran denken, ich mach deine Arme Übertragung. Also, bin auch drin. Nie. Ach, bei Twitter. Da, wie ich's drehe, ne? Es wird immer schlimmer. Merkt, wir spielen so viel GTA. Ja, definitiv zu viel GTA, da hast du recht. Macht doch Spaß. Ja, ja. Oh, cool, hatten. Oh, nee. Biggie, hatten die ein Update mit diesem Ankbot? Also, ich hab keinen gehabt heute. Weil mein Bot sich nie automatisch connectet. Oh, läuft. Guck mal bitte nach, ob es bei dir automatisch reinging. Nö, bei dir ist er auch nicht drin. Also bei dir auch nicht. Also bei dir sehe ich, dass deiner nicht an ist. Meiner ist an. Was ist an? Ja, nee, die wollen wieder einen neuen Token, Alter. Warte mal, wer ist Konvoi-Leitung? Mich, Radio Hahn. Michi Radio, Alter. Der ist gerade ausgetimt. Was? Ja, machen wir unser Konvoi, ist okay. Dann hab ich auch Zeit. Geil. Dachte EL Martwini. Tschüss, Big Mac. Ja, EL von der Konsec macht den. Und der ist an sich. Ach doch, ich kann den sogar auswählen. Sehr schön. Super. Das ist sehr schön. 6 Tonnen, super. Ich wollte eigentlich auch einen schwarzen Hiebler, aber ich hab keinen bekommen. Ich hab komische roten. Ich wollte eigentlich mit Lärmtiefler da fahren, aber der ging nicht. Immer diese scheiß Token-Generierung, ey. Mein Bot, der braucht dann nochmal einen neuen Token. Dass wir mal Tieflader fahren? Ja, warum muss deiner immer einen neuen Token haben? Meiner nicht? Nee, nie immer, heute. Ach, heute mal. Richtig.
Und das mit dem Tieflader? Ich mach heute mal ein bisschen anders sein. Ich bin dreimal zu blöd, mein Passwort einzugeben. Was ist denn das hier? Nee, die falsche Messtransportler. Das mache ich jetzt ganz intelligent, dass ich port mich am besten zur Werkstatt. Oder? Nee, das ist nicht gut. Wo bist du denn jetzt bei der Firma? Moment. Nee, das hat tatsächlich nicht so gut bei. Bestimmt Mann. Außerhalb, wo die Segeljacht holst. Im. In. Marina, nee, da lass sein. Bei. Welche nicht, yo! Es ist 19 Uhr und ich fahr gerade aus meiner Firma raus, auf dem Tee von. Ja, sowieso ähnlich, ja. Stress pur. Dani, gib dir Mühe. Bin ganz gelassen. Geh nochmal hoch, zu ganz 30 Park, was ist sowieso. Jawohl. Was Kacke ist, ich kann hier allerhöchstens mit 60 km/h landen, wo ich eigentlich viel schneller könnte. Aber da in der Map das ganze Ding hier als eine Stadt abgestempelt wird, eingerammt wird, gilt hier überall 60. Das ist so toll, nicht. Oh, Meister Mario. Wellnesspfanne. Der nennt sich ja nicht Wellnesspfanne. Wer, der sich so nennt, nennt sich so. Alter, wie lange geht diese scheiß Verifizierung hier? Ich kann mich nicht verifizieren, was ist denn das für Scheiß? Bei was? Markiere bitte alles mit Schildern. Ich markiere alles mit Schildern, drück auf Next, geht nicht. Oh, das kann ich. Ja, das ist wieder, oder? Oh, ja. Scheiße. Geht der Konto wegen dem Punkt los? Ich glaube nicht, das war ein Match, das geht. Ich kann nicht mit dem Punkt losgehen. Und dann macht das so, dass er in die Channel rein muss. Okay. Was ist? Der wispert in die Channel rein. Na, viele Tasten gleichzeitig drückt man eine Info durch, gell? So, Biggie. Ja. Angeblich soll er jetzt hier drin sein. Ich hoffe, das ist auch so. Fühlst du, oder was? Ja. Boah, das klang eklig, stimmt. Das klang echt nicht. Das ist mir aufgeklappt. Sehr beliebtig. Kann man auch schon mal einen rauchen, oder? Ja. Idee. Bin schon dabei. Gibt es schon zweimal ausgewiesen. Funk ist aus. Oh Gott. So, einloggen hat geklappt. Wiki sehe ich, Test, habe ich auch gesehen. THSLGC, richtig schöne Grüße aus von Daftrans und eine schöne gute Fahrt, alles klar. Wir machen andere Firmen für andere Firmenwerbung. Ah, jetzt ist er da. Ah, gut, sehr schön, danke. Ich mache auch gleich Werbung rein. Ich weiß sogar noch einen Umweg. Wie, du machst Werbung rein? Ja, hallo, Bus, Klammern. Ach so, deine, ja. Ja, ja. Die meine. Einen wunderschönen guten Abend, Skill. Wie geht's hier? Wie viele Leute wir sind? Wir sind aktuell sind wir 46 Leute bei uns im Tab. Oh, am besten erst links rum und drehen und bestimmt dann da. Ah, hab ich. Hä? Ich hab jetzt den neuen Scania, ne? Aber mit dem alten Scania drauf. Ja. Oh, 47, es steigert ja immer noch. Wir haben ja immer noch, warten ja noch ein paar Leute.
fehlen hier noch so ein Haufen. Ich hab alle LKWs wegen V8. Mal schauen. Ja. Aber nicht alle. Big Mac ist ein Dachschiff. Was ist denn mit Platz? Ob noch welche kommen, ja. Kommt immer wieder, kommen welche. Was ist jetzt gar nicht? Nur, ich weiß nicht. Wie viele immer noch kommen. Kann ich auch nicht sagen. Wir haben mittlerweile 50 jetzt schon erreicht. Wie viel erwartet, das weiß ich nicht. Ich bin kein Konvoiplaner, ich fahre nur den Konvoi mit. Oh, Dani, wir haben noch viel zu klären. Deswegen, also, lass mich überraschen. Es waren einige Speditionen schon eingeladen, was ich gesehen habe. Und deswegen. Mal schauen. Momentan noch WD-Probe drin. Ne? So. Wir waren schon lange nicht mehr hier drin, wie es aussieht. Ich glaube, ich reiß die gleich den Dach weg. Hm. Gibt's zwei Penny für 15 Euro. Alles gut. So, teuer. Zu ja, ja. Richtig, hier ist ganz lecker. Oh, mit meins. Alter, das die Nachbarin. Achso. Besser? Das ist ja kein Renault Max. Ja, warte. Ja. Okay. Yeah. Danke. So, dann bin ich kurz auf K. Ja, der wird bestimmt das ganze Wochenende stehen, Mike. Ja, aber doch nicht mit dem LKW auf dem ganzen Bürgersteig. Ja. Mike, du machst die Führung, ja? Ja. Sehr schön. Wir bald da. So, mal kurz meine Checkliste durchgehen. Kaffee ist da, Kippen sind da, Kacken baue ich. Lenkrad funktioniert. Stream läuft, hallo Zuschauer, Big Mac. Jemand, auf. Test. Och, ich hab Wasserkühlung, Klaus. Los doch nicht, ja. Decke auf, reingepisst. Lecker. Extra Saugstarken. Ja. Perfekt. Ultra soft. Ja, dann reicht's. Dann kannst du, oh, da kannst du bis morgen noch, Mensch, da kannst du noch rein. Ja. Markus ist müde, perfekte Vorbereitung für Konvoi. Ja. Hallo. Hi. Ich hab doch gesagt, die ganze Woche. Was die ganze letzte Woche bin ich um 8 im Bett gewesen. Hä? Okay. Um 8 Uhr früh im Bett gewesen oder 8? Um 8 Uhr abends. Nee. 20 Uhr. Also wie du quasi. Nee, nicht ganz. Markus, ist es dir sicher, wenn du ganz hinten fährst von WD oder wirst du da, wo du jetzt bist? Ganz hinten? Jo. Ja, also ganz, ganz hinten nicht. Gut. Wenn dann vor dir. Nee. Na sicher. Jo, dann bleibst du dort, danke. Also klingt. Was ist das? 7-Up. 7-Up. Das ist nicht die Zitronenpause. So, bei mir kam Sat1 an, ich weiß nicht, ob das richtig war. Nochmal, Mike. 7-Up. Ja, das, so weit waren wir schon. Was ist das? Mike. Ah, ich glaube, das ist die extra. Wieder da. Wir sind schon am Ziel, Dani. Danke für das Mitmachen. Wir sind morgen. Ist ja merkwürdig, dass das Ziel zufälligerweise genau da ist, wo wir beginnen. Ja, das war Taktik.
wir alle haben schon genau zufälligerweise genau so stehen zu Beginn. Ja, haben wir alle extra so gemacht. Du standest noch da. Genau. Gerade eben alle wieder draufgefahren. Kann das sein, dass der Konvoi um 8 startet? Nö. 18 war Start. 19, mein Gott. 18:30 Treff. Oh ja. Hallo Nico. Ich wollte gerade sagen, es steht ja ein bisschen viel. Vor allem jetzt fährt er ein bisschen vor. Fährt ein bisschen vor, okay. Fällt das auf, dass jetzt. Ja. Was fällt auf? Fällt das auf, dass wir. Och, das gibt's doch nicht. Boah, was ist denn da? Nochmal was. Was fällt auf? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ach ja, doch, dass die Red Wagons mal heute mal mit einem anderen Trailer sind. Nö. Wer denn mit dir? Sobald Taser wieder da ist, so wieder Zucht in Ordnung. Oh je. Ja, wer ist Taser? Ich würd mal gerne Silo fahren, also Tank. Tank? Ja. Also Schwerlast. Mit 10 P. Achso, 25 Tonnen. 19 bis 25. Jo, Schwerlast. Das können wir noch machen. Optisch wäre so was ganz anderes. Hatten wir schon mal. Jo. Da kann ich immer so nach Gewicht gehen, so. Üblich bloß nicht über 18 Tonnen oder so. Ja, nicht nach Gewicht, wäre bloß bei privat. Ja, Mike? Was hältst du denn davon, wenn wir selber mal die Trailer aussuchen und nicht vorgegeben kriegen? Wir könnten auch mal einen Schwerlastkonvoi machen. Ihr selber, alle. Nee. Ist ja nur lustig. Einfach mal so ein bisschen Chaos-Konvoi machen. Nee, finde ich nicht. Ich meine, das reicht schon zu. Ich meine, reicht schon zu, dass wir diese komische Lackierung drauf haben. Aber, nee. Unterschiedliche Anhänger noch? Nee, vergiss es. Da hast du wieder so einen Mike hier, was weiß ich, der 27 Tonnen nimmt oder was weiß ich für ein Scheiß. Ja, und dahinter fährt einer mit Blumentöpfen. Das ist prima. Da geht Spaß. Also, wenn dann der Mike nimmt, so eine 60 Tonnen Lok. Wäre schon geiler, wenn es alles gleich ist. Ja, glaube ich. Ich hab schon mal gesagt, wäre geil, wenn die Spedition eigener Trailer hier. Ja, das haben wir. Ich bin Singleplayer. Das haben wir aber schon. 20 Uhr! Ach, war also. 20 Uhr. Das war SL. Er sagte, ist uninteressant. Das ist bitte. Den glaub ich's nicht. Also für euch schon mal zur Information, die Konzeck wird sich einreihen, es wird nicht abgesiedelt. Okay. Ja, alles klar. Wie viele Minuten ist das? Eine Stunde. Also ne, fast nicht mehr eine Stunde. 20 Uhr. Was? Wieso denn jetzt 20 Uhr? Das war 19 Uhr gesagt. Das wurde aber geändert und ich wusste ja, welche These ich habe, aber gut. Ja. Es sind halt 20 Uhr dann. Ich hab meinen Vorschlag. Wir sind jetzt alle dann wird's da, kritisch. Ne? Dann wird's kritisch, weil bei uns ist 19 Uhr angesagt worden und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier alle noch so lange dann hier rumpupsen lassen kann. Schön. Muss ich gucken. Sind jetzt nicht alle da, oder? Soweit. Klär das mal kurz mit Tesson ab, warum der wieder mal nichts gesagt hat. Ja, kurz gemutet. Ich find's nämlich ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier alle schon da sind und dann so eine schöne Stunde warten. Ja. Eigentlich hätten wir halten müssen. Ich meine, wer fehlt denn jetzt noch? Uns fehlt keiner. Ja, toll. Dann halten wir uns jetzt ganz toll an die Zeit, dann fahren wir um 8 Uhr ab. Stehen 50 Minuten total sinnlos rum, haben dann sowieso keinen Bock mehr. Also ich warte keine Stunde verglichen. Schon mal. Von wem kam die Idee mit den 20 Uhr? Von der GFL? Nein, das hat halt nichts mit der GFL zu tun. Okay. Das war einfach von mir auf der Einladung Felder und aber der Tesa wusste es aber auch von der Kontext, dass der über Konvoi um 20 Uhr erstattet. Also. Okay. Also Beschwerden an Tesa. Meine Schuld gewesen, also. Ja. Wann kam die Info mit 20? Ich hab dem Tesa leider aber nicht gesagt, dass es mit Einladung, dass er das auch umwenden soll, also das...
Ja gut, der Mensch soll ja schon ein bisschen denken können. Also unser. Ja, nee. Hat er trotzdem nicht schreiben können. Ich muss jetzt sagen, ich bin kein Vertreter. Ich kann mir die komplette Schuld geben, das ist zu wirklich zum Großteil meine Schuld gewesen. Ich habe eine Spedition eigentlich habe ich halt gesagt und nur bei euch ist es leider schon ein bisschen schief gelaufen. Wobei, wie gesagt, bei der Konzert steht eigentlich auch 20 Uhr drin mit Abfahrt und das hat eigentlich auch der Tesa alles gemacht. Deswegen hätte er es normalerweise eigentlich wissen müssen, aber. Alles klar. Das ist alles leider ein bisschen schief gelaufen. Hey Michi! Aha. Danke. Michi, kannst du kurz den KMT Reflex CFW von Server kicken? Der spielt urlaute Musik, schreit ins Mikrofon rein, reagiert auf gar nichts. Fallen bitte raus. Ja, ich muss erst sagen, wo der ist. Ich sehe ihn. Ja, bei uns im Channel. KMT Reflex CFW oder so. Hau den einfach raus, bitte, danke. Hase? Geh mal eben kurz weg. Radio Hase, ja. Du meintest ja jetzt, dass bei uns das schief gegangen wäre, ne? Das Problem ist einfach, auf Einladung stand leider 18 Uhr Treffen und 19 Uhr Abfahrt. Was ich leider dann zu spät gemacht habe, aber laut Kunst. Michi, der ist bei uns schon wieder drinnen. Ja, ich hab's schon gesehen. Kannst du ihn bannen? Warte mal, ich versuche. Geht das? Ich bin gerade dabei, warte mal. Achso, okay. Aber so laute Musik, da bist du deppert. Muss mal raufkommen und dir selber anhören. Da schlagt sie die Ohren raus. Das ist klar mit der WD, was? Warte mal, sind alle auf dem TS schon anwesend? Mitfahren? Weil wenn ja. Das müssen eigentlich so nicht alle. Das ist nur der Kacko ist noch nicht da. Ansonsten machst du es so, mach einen Surfer, Teamspeak-Passwort rein, schick Passwort zu Paco noch hin und fertig ist. Hat da nicht mehr drauf. Hat uns immer geholfen. Ich hab den jetzt gebannt, aber mich. Darf ich kurz fragen, warum gebannt wurde? Hallo? Hi. Darf ich kurz fragen, warum Radio sie jetzt gerade hier gebannt hat? Das Problem ist, der hat wohl die ganze Zeit laute Musik eingeschalten auf Dauerbeschallung. Ja, dann muss man ihn wieder in einen anderen Raum, aber bannt ihn nicht. Ja, okay. Vor allem nicht ohne die Erlaubnis vom Besitzer vom TS. Ja, okay. Ja, ist ein Bot oder was? Wenn was ist, dann stupst einen von uns an und sagt Bescheid. Ja, okay. Okay. Das gut, ist alles das gut, das sind nur zwei Tage und wenn er gestört hat, ist das schon. Ja doch, also weil ich habe ihn zuerst normal gekickt und er war aber innerhalb von 2 Sekunden auch schon wieder da. Na, der Musik-Dauerbeschallung hat sich aber überhaupt nicht gemeldet, also wie ein Musik-Sickbot praktisch wollte nur einfach stören, also. Nee, ist okay. Dann sonst hätte ich das auch nicht gemacht, also deswegen. Ist okay. Wenn Mike fragt, schickst du ihn zu mir dahingehend, dann kriegst du meine Absegnung jetzt hierfür. Aber es wäre halt schön, wenn du Bescheid geben würdest. Ich werde es dem Mike morgen auch noch Bescheid sagen, dass ich das gemacht habe. Sagen morgen mit Mike und da denke ich, passt es. Ja. Also. Machen wir das so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren. Jo, danke dir. Gerne. Moin, falls mich nochmal, wir können jetzt höchstens mal das Teamspiel gestaltet schon ziemlich voll. Ich kann jetzt höchstens mal alle Speditionen durchgehen, wenn die alle vollzählig ist. Und spätestens in der Paco. Ich müsste jetzt höchstens mal im Paco dann abklären, dass wir dann einfach schon früher losfahren. Sag mal, bis in 15 Minuten, wenn wir es bis dahin hinkriegen mit allen Leuten, dass die vollzählig da sind schon.
Da können wir vielleicht auch schon früher los sein, weißt du? Ja, das wäre super. Aber frag erst warum. Genau, das mache ich jetzt. Und dann, wenn ich fertig bin, dann sage ich euch Bescheid dann. Michi? Oh, danke dir. Bitte. Du hast ja gemeint, es wäre bei, bei uns dann was schiefgegangen, dass wir die Information auf 19 Uhr gekriegt hätten. Ich frag mich halt jetzt, warum sind jetzt alle da? Nee, Dani, das ist wieder was anderes. Tesa hat die Info gerade eben nochmal nachgeguckt bei der Consec und dort steht es auch nicht drin, meint er. Also irgendwas ist bei der Consec richtig schief gelaufen. Okay. So wie es aussieht. Dann also Tesa am Ende, da steht nichts. Also er wusste bis jetzt 19 Uhr, nicht 20 Uhr. Aber das ist jetzt auch scheißegal, wir sind jetzt da vollzählig. Mal gucken, wenn es Radiohase noch hinkriegt, also, geht's los. Ich bin ja bei der Consec auch und da steht Datum Uhrzeit 16.02. um 20 Uhr. Okay, dann ist Tesa blind. Deswegen, also. Und da habe ich es auch richtig gemacht. Ich habe das nur bei der Einladung, habe ich einfach die Uhrzeit leider falsch geschrieben. Da habe ich 18 Uhr Treffen und 19 Uhr Abfahrt. Ja. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir es dann kriegen. Ich gehe jetzt alle spätestens mal durch, ob die schon vollzählig sind und nach. Gucken wir, dass wir früher losfahren. Noch super. Ja, vollständig, ne? Ja. Oh. Gut, dann. Okay, dann bis nachher. Jo, danke dir. Hallo. Hallo, Maridesa. Ich hab mal eine Frage. Warum werde ich sogar auch auf diesem Server hier als Däne abgespeichert? Bin ich schon auf dem zweiten TS, wo ich als Däne gelte. Keine Ahnung. Freitag. Muss an deiner Aussprache liegen. Ich weiß es nicht. Müsstest du in den Favoriten mal umeinstellen? Oder was dein? Dein Profil, dein, wie heißt denn das, Basti? Komm, jetzt, komm. Mein Team. Ja, da hast du doch deinen Namen. Oder die Entität muss. Eine dänische Flagge oder wie? Name. Warum steht bei dir eigentlich, dass du von Dänemark kommst? Ja, das meint er wahrscheinlich. Ja, das meinte ich. So, wie dann muss ich das jetzt machen? Da muss ich dich enttäuschen, beim TeamSpeak kannst du es noch nicht mal einstellen. Außer da ist ein VPN-User drin. Changer. Nee, ich bin jetzt hier nur auf mein TeamSpeak. Ja, nee. Brauchst du nichts umstellen, das geht nicht. Ja, du kannst das TeamSpeak nicht einstellen auf was für eine Fahne. Das wird dann an deinem Anbieter liegen, wenn du es oder wenn du kein VPN-Ding da nutzt. Oder deine Eltern haben so ein Ding drin. Vor kurzem hatten wir einen Anbieterwechsel. Ja, dann läuft er über Dänemark. Herzlichen Glückwunsch. Super. Der nächste ist eigentlich ein Bamberger vorhat. Nein. Fans in Dänemark gemacht. Bamberger aus Dänemark, wer kennt's nicht? Naja, muss ich mal dann gelegentlich meine Eltern drauf ansprechen. Ja. Gut, auf KS machen. Jo, mach das. So, ihr habt gerade gehört, ich gehe mal ganz kurz mir was zu essen machen. Ich grüße auch erstmal ganz herzlich Jens hinzu. Weil da wieder einige drin jetzt um den Abend. Mal stolz bin ich. Gleich.
Dein Mikrofon hat sich wieder aktiviert. Dein Mikrofon wurde jetzt gemutet. Oh, oder bin ich auch wieder? Mit einer frischen Tasse Kaffee? Und was essen, nämlich Leckerli. Aktiviert. So wieder da. Bibi. Bibi. Also wir sollten nichts mehr im Austeil 3. Mal gucken, wann es heißt. Also ich wollte schon sagen, also ich bin bis um 2, 3 garantiert noch wach. Ja, ich muss erst zwischen 1 und 2 in Essen sein. Hä? Ne? Dein Mikrofon wurde jetzt gemutet. Ja, hab ich doch gesagt, ich bin Skill. Bei meiner Familie in Essen. Ich glaube, so, beide sind wir 57 Leute. Du haust jetzt mitten in der Nacht noch ab. Ding. Um Gottes Willen. Ja, da hätte ich alte 4 und ab in GTA gehen, los. Woran holen die Zeit? Tut uns leid, aber wir haben einen anderen Termin. Richtig. Bleibt mal noch ab und zu mal noch, falls ihr nicht habt. Macht Pause, ja. Witzig. ASA. Nee, ASA, okay. Doch cool. Komm, da bring ich mal einen Lacher rein. Wo haben nicht ganz der richtige Knopf? Oh, ja, Entschuldigung. So, ich bin jetzt da. Jo. Ja, wir sind leider noch nicht komplett vollständig. Okay. Aber ich was schätzt du? Ich guck, dass wir um 45 spätestens, wenn alles geht, losfahren. Also okay. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei mir. Also mich auf wir warten auf jeden Fall. Ja. Ich schicke es. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Das passt schon. Ist euer Jubi. Ja, da so. Auf Ufer schief gehen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und. Danke, dir dann auch. Danke. Jo. Bis später. Irgendjemand hat den Channel verlassen. Oh Mann. Also leicht entspannt war er jetzt nach dem Satz. Ja, der klang sehr geknickt. Sagen wir mal so. Wenn der Konvoi losgeht, der geht. Gut, auch mal so gesehen, ne? Halbe Stunde noch. Ab so, jetzt sind alle mal still. Geplante Zeit ist jetzt für uns um 20 Uhr, haben sie jetzt geplant. Ja, war alles anders jetzt. Ich habe eine andere Planung gekriegt. Und mir wurde es, ich habe es erfahren, 19 Uhr geht's los. Und jetzt kam gerade der Veranstalter an, meinte so, nee, ist nicht. Ist 20 Uhr und haben wir jetzt hin und her mit ihm überlegt, ob wir nicht eher los können, alle da sind. Und wir sind aber nicht alle da. Somit fahren wir halt auch später los. Wegen. Halt. Wem. Muss halt jetzt. Jetzt müssen wir halt versuchen, die Zeit irgendwie rüber umzukriegen. Wegen. Ja, ich begrüße auch Teufelchen. Herzlichen, wunderschönen, guten Abend. Die jetzt mittlerweile da sind, kommt drauf an, im Spiel drin, im ETS sind wir zurzeit 55 Mann, auf dem TS wüsste ich gar nicht, wie viel sind, deswegen. Genau.
So, jetzt sind alle mal still. So. Stilles Lunchpaket hier. Baby. Von Mutti. Baby. Danke. Nee, nee, von Kühlschrank. Ich glaub, der LKW-Fahrer, der schläft hier wohl, wa? Aha. Passiert. Mensch, haben wir ja schon die erste Börse erreicht, ist ja geil. Dein Mikrofon wurde jetzt wieder aktiviert. E-Bams. Warte. Vielleicht kommen die wieder. Ja. Radio Hause kommt wieder ins Spiel rein. Wann hab ich den? Steam? Echt? Will jemand durch? Ja. Ja? Ach stimmt, der hat mir beim Konvoi mal vorgemacht. Nee, danke. Ich muss sagen, der ist lecker. Mhm. Bin ich auch. Was? Ich hab nur die Chips. Find ich auch. Was? Ja. Oh, diese ungesunden Menschen, ey. Ja, ich will da genüsslich hier an das Konvoi reinziehen. Ich hab das Gefühl, meine Kippenschachtel, die extra für Konvoi ist, also ich glaube, die ist gleich leer. Ja, schick Steffi ja los, soll neu holen. Bist du dir jetzt ja, auch klar. Oder was? Ja, ja. Merkst? Ja, ja. Was sind deine Hobbys? Ich kaufe Filter. Hey, Steffi schicke ich abends nicht raus, das kannst du vergessen. Hier in der Stadt. Oh, perfekt, mein Handy passt perfekt ans Lenkrad. Oh, dein Handy passt perfekt ans Lenkrad, okay. Ja. Ja. Ach, wo hast du den hingestellt? Unten. Oh, unten. Da, wo das Driving Force Ding ist. Hey, das bleibt doch nicht stehen. Ja, das musst du ganz weit reinstellen. Ich bleib da nicht stehen, willst du mich verarschen? Klar! Wo sind die Knöpfe noch? Guten Abend. Hallo. Abend. Werden von euch noch Leute auf diesem Test erscheinen, die noch keine Rechte haben? Nein. Wir sind vollzählig. Also, ihr seid vollzählig, okay. Vielen Dank. Doch. Jo. Irgendjemand hat einen Channel verlegt. Jetzt habe ich es hingestellt, aber nur mit Bildschirm zum Lenkrad. Also, ja, sinnvoll. Was ist? Bei mir steht's nur, wenn ich ein Bildschirm zum Lenkrad mache. Weil die anderen Kanten sind abgerundet. Ja, meine auch. Hey, wieso steht das denn? Was hast du denn für eins? Das ist 5 Mini. Normal, dass hier 74 Leute im Reichweite sind. Ja. Könnte da anlegen. Gehen alle auf diesen Platz, Basti. Okay. Ja, ich esse jetzt lecker Mausespeck. 65, ich hab ein Essen. Mit Maggi. Mausespeck, Alter. Mit Maggi. Ja. Donut, ich esse gerade Döner, genau. Donut mit Ketchup. Boah, Alter. Kein Spaß. Komm nicht mit Mayo. So, Magie. Das hält perfekt, M60. Bitte? Das Handy hält perfekt? Für mich überhaupt nicht. Das liegt direkt auf diesen roten Knopf, also dieser mit dem roten Ring drum und auf den anderen beiden links daneben. Liegt direkt oben drauf mit der Kante. Bei mir bleibt so stehen, wenn ich es umdrehe. Ist halt so, mir auch egal. Hast du es auch unten direkt dran gemacht? Oh. Naja, unten. So. Nicht einfach nur so schräg dran gestellt, sondern direkt dran gemacht. Steht für mich direkt drauf, ja.
Läuft. Jetzt weißt du, welches Handy dir kaufen musst. Kauf den S6, dann hält's auch. Nö. Oder kauf dir nur das Lenkrad. Nö. Ah, nie einen Anhänger abkoppeln, bist bescheuert. Chat steht, Achtung, Gefahr voraus. Meine Antwort, wieso, ich stehe doch. Aha. Tricksmix, Sim Gaming, guter Name. Wellnesspfanne, das klingt gut. Wellnesspfanne. Ich hab dieser Trickmix, da hat irgendwo 2K Abonnenten auf YouTube. Okay. Doch so viele. Das ist YouTube. Jo, mehr Streams. Was ist denn das? Kein YouTube. Nee, ich kenn sie nicht. Guck ich mal. Gute Pommes. M plus. Oh, danke. Ja, Mensch, Dani, der hätte sich ja Zeit lassen können, ne? Was meinst du? Tut dir aber auf. Ich glaube, Tim lässt sich gerade Zeit mit seinem Essen. Pick mich auf. Was ist mit meinem Essen? Ich bin auch da. Schon in Zeit. Sind alle da? Ich nicht. Ja. Ich hab mich zurückgemacht und schlaf jetzt auf meinem LKW sitzt. Gesundheit. Da ist gerade runtergefallen. Was, die Nase? Ja, aber ich hab's gerade bewegt. Ich wollte es lauter machen. Mann. Komm mal hinten, Reiter läuft. Ja, Jump oder was? Keine Ahnung. Ich glaub schon. Ich bin jetzt zu voll, um mich umzudrehen und R zu drücken. Mach ich mich so. Wer bläst? Das bin ich sein, noch, Mann. Eieieiei. Ich kann mich hier nicht richtig bequem hinlegen mit dem Headset auf der Platte. So, jetzt guck ich gleich mal. Ja, Jump. Oh. Also, wenn ich mich hier richtig schön meinen Stuhl reinlege, kann ich perfekt auf das Handy gucken. 60. Ist schon praktisch. Kann ich auch. Hast du noch einen zweiten Bildschirm, wo ich gucken könnte, aber. Ach. Handy geht auch. Hm? YouTube. Jojo, es haut doch nicht immer alles runter. Ah. Heiße Angewohnheit, ne? Ich kenn das. Ist so. Irgendwo erkenne ich das. Oh. Was guckst du denn schönes? Ja, das ist ein Video. Echt? Du guckst ein Video? Auf YouTube? Oder was denkst du? Ich gucke ein Video. Ich hab nicht gedacht von dir. Echt? Nee. Oh, haben wir es ja nicht mehr so lange. Ich will losfahren. Ja. Kommt mir schon vorbei, bevor er losging. Aufnahme läuft schon seit 48 Minuten. Naja. 51 Minuten. Hast du ja zu früh gestartet? Ja, ein bisschen, ja. Kann ich rausschneiden. Okay, ja, da können wir los, gut. Festplatte voll. Kannst die 48 Minuten vorher rausschneiden. Ja. Ich glaube, ich mache einen Cut und ziehe die dann mir rüber auf die andere Festplatte, das Video. Ich habe ja noch eine 2 Terabyte drinne. Zeit. Ja. Was Nein. Nur oder noch? Wie viel Boden. FPS habt ihr im LKW? Im. Sechs. Nee, ich hab keine Lust. Okay. Ich hab keine Lust, mich zu bedingen wissen. Okay. Aber auch so 5 bis 6. Welcher seid ihr noch gut? Du sagst du 1? Nö. 11. Oh. 11. Zwischen 1 und 3. Wie viel für dich reicht das? Was, die hatten 66er Ping. 60, wie viel hast du? Ich hab nicht nachgeguckt, ich lieg immer noch. Ich hab gesagt, ich hab keine Lust. Gucke mal nach. Nee, kein Bock.
Basti? Liegt das tatsächlich nur am CPU, ne? Bei dir, ja. Hauptsache meine Grafikkarte ist gerade nur 50% Auslastung, holy shit. Ja, das ist nochmal... Außenperspektive 60 FPS, geil. Ich habe im LKW 15 FPS. Warum ist es normal? Weil das behindert geregelt ist, weil das Spiel nicht ausgelegt ist für Multiplayer, für so viel hochdetailliert. Also komischerweise habe ich gerade selbst mit einer fucking 1080 25 FPS. Ja, wenn du sowas erstmal einbauen könntest bei dir. Ja, aber in dem Game hast du eh nicht mehr FPS, wenn du jetzt so einen Haufen hast. Gut, wenn du fährst, wenn du umfährst, hast du immer 60 FPS halt, weil ich es begrenzt habe, hast du wahrscheinlich auch. Ja, aber nee, hab ich nicht. Doch, so 5 begrenzt. Stehst, ja. Ich denke mal nicht, dass da. Ja. Ich denke mal nicht, dass hier irgendein PC 60 FPS schafft, außer halt die richtig krassen Dinger dafür, weiß ich nicht, wie viel tausend. So, 3/4, wie erst starten. Ja, Viertelstunde. Hä? Wie gesagt, er versucht, wenn sie geht, dann. Bunch. Ding ist, manche ETS-YouTuber haben es einfach geschafft oder schaffen es einfach irgendwie, dass deren Rechner trotz solcher Menschenmassen auch und diesem Game einfach flüssig läuft. Ist, was ich nicht verstehe, dass du jedes Mal das Thema wechselst. Warum sagst du, dass man den reindreht? Das verstehe ich auch nicht. Das bei mir auch, ohne Probleme. Ja. Sagte mit 5 FPS, weißt du? Gar nicht, ja. 6. Wow, ich hab 19 FPS, wenn ich nach hinten gucke auf meine Rückbank, auf meinen Kühlschrank mit Zoom. Also wenn ich nach hinten gucke? Also jetzt hier die Taste 5, ne? Da hab ich 27. Hab ich 60. Nein, nicht das. Ach hier, einfach bloß Kamera drehen. Wenn ich in der Innenperspektive zoome und aber nach möglichst weit rechts schaue, rechts unten. 38. Alter. Magst du meine 5 immer noch haben? Ja. Weil den es betrifft, ne, der hat gerade momentan 1 FPS. Basti, ich ich habe übrigens mal kalkuliert und meinen Vater nochmal gesprochen. Und es sollte mit dem PC funktionieren, aber ich sollte schauen, dass ich mir da noch einen passenden Monitor dazu finanziere. Weil diesen Quadrat. Etwas möchte ich nicht unbedingt die ganze Zeit behalten. Ja. Ich habe auch schon Biggie? Im Blick. Wie bitte? 150. Das ist gut. 150 passt. Hast du einen Ton an? Ich kann auch muten, wenn was ist. Ja, mach mal einen Ton aus. Mike! Was war ich denn? Ja. Ja, klar warst du das, Mike. Nee. Solche kommt immer von dir. Mensch, Mike. Also, jetzt muss ich den Monitor sauber machen. Und Radio Hase hat wieder mal eine Flugstunde gewonnen. Ajo. Solange es nicht während des Konvois ist, ist alles gut. Jetzt wird schon. Jetzt nur Systemkick. Zahnarztsoße! Ach, jetzt tun sie auch noch Twitch-Links reinposten. Das ist schon eine ganze Weile. Na, Stunde. Jetzt stelle ich meinen auch rein. Wenn man den auch kopiert und da Lust hat und vor allem zuschaut, wenn man selber fährt. Jo. Aber naja. Ja, das ist die WL. Also weibliche Logik. Krafttrans? Der Schmidi. WL, weibliche Logik, Dani. Ach so, WL. So. Ich habe jetzt irgendwie EFL oder WL. Nicht denken. Das klappt eh nicht bei dir. Was heißt WD? Wirklich dämlich. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wüsste Dinger? Nee, weiß ich nicht. Wüsste Dinger? Nein, willst du Dinger? Achso, da fehlt ein D. Och, fuck. Willst du? Reicht ja eigentlich schon, oder? Höchstens willige Dinger, ne?
Ich muss hier raus. Nee, keine Ahnung, ich bin neu hier. Basti, kann es sein, dass das TI bei der Grafikkarte für Titan steht? Ja, ne? Nein. Ach. Nicht? Was steht? TE sind die übertakteten, glaube ich. Was ist? Ja, dann doch, aber Titan, ich weiß nicht. Nee, Titan doch nicht. Weil ich weiß, ist TI eine Taktung von dem RAM. Blabla. TI ist bei mir eine normale Taktung plus beim RAM. Und OC ist Overclock. Das ist richtig getaktet. Hätte jetzt einer gesagt, der kein Fachwissen hat. Dann die googelt's doch einfach. Genau. Nö. Schwierig, ja. Nee, da hab ich einfach keine Lust zu. Ich bin so unausstehlich teilweise, wenn ich kreiere. Oh ja. Achso. Hm. Das ist schon kein Eins. Nee. Verstecke das. Boah, noch 10 Minuten. Juhu! Oh nein. So, ich hab gehört, WD macht, weil wir ja Schwertransport an drauf haben, dann die Rundumlichter an. Am Arsch. Kannst du gerne machen, aber fährst du ganz hinten. Fährst du nicht mit? Ja, also mit. Ich hab so das Gefühl, Markus. Ich hab in einer Stunde spätestens keine Lust mehr. Ja, bloß gut, dass wir da schon fahren. Also, theoretisch. Wie lange die Kontrolle immer? 2 Stunden? Meine Playlist ist gleich leer. Wenn's losgeht, weckt mich mal. Los. Mario. Soll ich dich wecken? Ach so, wir schleppen dich dann mit ab. Ja gut, dann brauch ich euch mal, passt. Hä? Mike will abschleppen. Abschleppstange an die Vorderachse vom Flo. Dann passt ja, das. Ja, die Vorderachse musst du hochlüften. Muss ja lenken, nee. Ja, dass du es mit dem Querlenker verbindest. Wir hängen uns alle hinten dran an Mike und dann der zieht uns schon die Strecke. Genau. Der schafft das schon. Mike seine Büchse. Du an Mike. Okay, hey, meine Büchse, ja. Nein, wenn wir alle so schieben, koppeln die aneinander und schieben Mike los. Oh je. Reichen 1768 Kilometer Sprit? Sollte reichen bis zur Pause. Gut. Aber bis zur Pause nur. Kleiner Tipp, macht realistischen Spritverbrauch aus. Ich hab mal an, ich hab das jetzt immer gereicht. Sag mal so, wenn sie jetzt keine 2000 Kilometer Tour am Stück machen, soll das reichen. Ja. Dann fahren wir aber auch bis morgen Mittag. Aber aus! Oder das ganze Wochenende. Ja, klar. Basti wird zu, von den Sprüchen her, wird er langsam zu mir. Ja. Wenn zumindest um die Länge von den Konvois gibt. Dann nichts drin. Apropos, erinnert mich mal, dass ich 5 vor noch mal Kaffee mache. Weil mein Konvoi-Kaffee ist schon leer. Hm. Schon 2 vor, da kannst du jetzt auch machen. Was sieht, dann leg dir doch eine Pipeline. Brauche ich nicht. Hat heute gerade mal 1, 2, 3, 4, 5 Kaffee. Nee, warte mal. Ja doch, 5 Kaffee erst, ja. Echt? Erst. Eigentlich ein 8. Das ist natürlich, weil du nicht genug Kaffee hast, dass du teilen kannst. Ja. Denkst du 8 im Durchschnitt am Tag oder was? Letzte Zeit ja. Ja, aber die Scheiße, also, ja, die wirkt dann einfach nicht mehr. Brauch immer so ein bisschen Energie-Shake. Abgesehen von Energie. Drink oder wie man Energy Drinks oder wie man die nennt. Vertrage ich wieder nicht. Könnte ich echt, deswegen trinke ich Zuckerwasser. Ja, bei mir ist es eher eben, bei mir ist es einfach so süß die ganze Zeit. Könnte ich eklig. Ja. Im Sommer so richtig grün Energy, das ist geil. Lecker. Ja gut, ist okay. Schön kalt, passt. Nee, aber könnte ich auch nicht jede Morgen trinken. Abend irgendwie 5 bis 10 Stück reinpfeifen, das könnte ich auch nicht. Ja. Guck mal, das Paco kommt gerade an. Also wird das viel zu viel Stoff, viel zu viele Stoffe werden da drin. Jo. Was für ein Pack? Das Paco. Ich hab gesagt, Paco kommt.
Der hat ja auch mal eingetreicht, der hatte 25 Dosen Red Bull gesoffen hintereinander und den mussten wir ins Krankenhaus einliefern. Ja, was hat der? 25 Dosen Red Bull gesoffen hintereinander. Boah! Der Krankenhaus. Bestimmt ein Ami, wa? Könnte bestimmt ein Part. Der musste eingeliefert werden ins Krankenhaus. War der aus Amerika? Ja. War klar. waren bestimmt ein paar Dosen zu viel. War bestimmt ein Rampen. Das Piran und der hat dann von der Firma Rauch dann 50 Millionen gekriegt, weil nicht drauf stand, dass er nicht so viel Red Bull trinken durfte. Gleiche Geschichte wie die, dass McDonald's Kaffee auch heiß sein könnte. Oh, hört auf zu hupen! Ja, das bringt natürlich viel, wenn du in unseren Channel rumheust. Außer, dass es auf unsere Ohren geht. Also die Huperei geht einem nicht auf den... Basti, hast du nicht gestern gesagt, nicht zu viele Hupen sollen es sein? Ja. Schreib das nicht mehr rein. Ich glaube, das kommt bestimmt gut an. Ey. Basti, ist Diggi. Könntest du es sein lassen? Bitte? Könntest du das Hupen sein lassen? Ich mach doch gar nichts. Weißt, ich wollte dich mal schuldig machen. Arsch. Danke. Basti, es ist 5 Uhr. Genau, rennen. Kann ich doch nichts dafür. Ach so, bis gleich. Basti, komm, wo geht los? Okay. Und los geht's ab, Mann. Geh noch einmal schnell zum Kabelbüro. Ich lieg gerade auf meinem Sitz und mach gar nichts. Außer Augen zu. Oh, ich stehe jetzt noch richtig schön Bock, in 5 Minuten offline zu gehen. Ach, au, da sucht einer eine neue Spedi. Wir nicht. Ihr nicht, sorry. Einer von der GTS. Ja, gleich, Mike, werben an. Gib dir mal links von SL. Nein. Muss gleich von uns werben. Das ist wahrscheinlich so ein. Dann ist wieder so einer, der Platzhalter spielen möchte, und dann kannst du wieder rausklicken. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich diese Firmenwerbung hier. Hier, willst du beim Fahrer werden? Und die meisten, die reinschreiben, ist nur Späti, die haben entweder keine Kunden oder einfach zu scheiße. Moin, Steven! Die sind immer wieder rausgeflogen. Ja, Konvoi ist noch nicht losgegangen. Wir starten erst in 4 Minuten. Weil eine kleine Planung gab bei uns. Also. Zwischen Tesa und. Boah. Reh. Was? Wo ist ein Reh? Hier keins. Wegen. Kann sie jetzt noch schnell dazukommen, dann wär's. Können sie es schaffen. Ja, und gleich, wenn wir losfahren, kommt ein Update raus, wa? Mhm. Ja, bestimmt. Das hatten wir schon mal. Ja, ich weiß. Das ist eine Weile her, Mike. Ja, das hatte dann irgendwann mit 2 Stunden gedauert. Start passt noch, nur die Uhrzeit hatten sie geändert. Mhm. Und bei Tesa kam es aber nicht an. Ja, kannst aber den Konvoi da knicken. Ja, mhm. Der wurde dann auch abgesagt. Wir hatten auch schon mal einen, den Konvoi danach direkt weiterfahren. Ja, nach 10.000 Jahren Verspätung. Eine halbe Stunde oder sowas, oder 3/4. Ja, und dann kannst du es wieder nicht runterladen, mal 5000 Mann laden. Nee, eine halbe, dreiviertel Stunde hat es gedauert, ehe wir los konnten. Ja, ist dann alle heruntergeladen. Hm? Das wird jetzt auch so lange dauern noch, bis wir fahren. Nee. Der wird 20 Uhr bestimmt losfahren. Und weil wir jetzt so oder so Verspätung kriegen. Ja, dann. Wir haben schon eine Stunde Verspätung. Geplant war ja ab 20 Uhr. Ja, aber für uns jetzt. Hallo. Hallo. Ja. Ist der Kaffee da? Das ist schön kalten Kaffee, ja. Nee. Basti? Ja. Wir kriegen jetzt noch einen dazu von uns. Ah. Ja. Glaube ich nicht. Doch, kriegen wir. Steven. Nee, glaube ich nicht. Muss aber Gummi geben. Wenn er es schafft, ja, dann sitzen sie mir. Wow, wir warten eine Stunde. Noch richtig. Ey, da kommt nie zu spät, der hat bis gerade gearbeitet. Genau. Ja, dann passt das.
wenn sie Pause kommen müssen. Aber auf jeden Fall wird der Konvoi nie nochmal angehalten, bloß wie dem. Nee, nee. Wegen ihm. Das geht nicht. Was soll der fahren? Was war ja. Der Anfangszeit? So 40 Boah. Leute auf einen Matten müssen, Alter. So, Alter, da kann nur der fahren oder nach Pause Richtig. Kommen. Mich interessiert das. Mich interessiert das, Alter, nicht, wenn der 40 Mann fahren. Meine Fresse. Ich weiß. Eine Minute noch. Hoffentlich. Gib mir mal einer Bescheid, bevor ich gekickt werde. Bescheid? Achso, zum Schreiben, ja, schreiben. Mhm. Alle schreiben. Meine Playlist ist leer, fast. Mal wieder. War Mach nochmal von vorn. Loszufahren. Schwarze neu, Big Mac. Hab ich eigentlich keine Lust. Selber Ach, schon. Darfst du, ja. Wollt ihr noch andere von YouTube oder sowas? Ja, wenn ich nur durchsuche, dann wisst ihr wieder nicht, was du hören willst. Machst du ich eine Blindes fertig machen, 40-50 Titel und dann einfach bloß Wiederholung. Mm. Ende. Ja, so hab ich's. Ich hab heute, glaube ich. Natürlich ich komplett erneuern. Ich hab heute, glaube ich, drei oder drei kleine Dinger zusammengeschmissen. Von YouTube. Oh, okay. Aber immer so 5 oder 6 Lieder sind das. Achso. Aber so ein lange, ne? Nein, nein, alles so, ich glaube, das längste immer 6 Minuten waren dabei. Ja. Oh, okay. Ist ja süß. Heute mal viel Hardbass. Kann ich gut verstehen. Also Krebo bleibt an dem Platz wie abgeschworen. Jetzt sagt er gleich, es geht 21 Uhr oder was. Oh, Alter, dann bin ich nicht mehr da. Ja, wenn es nochmal verlängert wird, ja. Die Lust ist schon was jetzt, sag mal, bei 10%. Also ich mich frage, warum kommen die jetzt noch eine Stunde zu spät? Also ich sag so, wenn jetzt noch eine halbe Stunde verlängert werden würde, dann würde ich ganz ehrlich nicht mitfahren. Ja. Ich glaube, da fährt der halbe WD nicht mit. Ich schätze mal eher auf alle. Tut mir leid, viel. Kontrans. Mein Gott. Warum heißen die immer gleich, ey? Das geht mir auf den Sack. Wie die heißen Kontrans, gleich. Konsek. Yeah. Ja, das eins ist. Eins war. Ja, ich weiß. Aber für mein Hirn ist das nicht gut, merkst du ja. Oh. Das ja. Hört wieder jemand in uns rein, juhu. Ja, geil. Juhu, war's weiblich? Oh, das sind immer so ganz tolle Leute. Ich glaube, er geht jetzt nochmal die Channel durchfahren. Nee, du musst mich ja auch. Ist dann nicht so, dass wir hier die Zeit dafür hätten, ne? Hier schön außen rumzufahren. Was so schön ist, fahren wir dann Livorno dann zum Steinbruch hoch und runter. Ja, am besten durch den engen Tunnel dann noch, wa? Ja klar. Pause wird oben im Steinbruch gemacht, ne? Was? 1 Stunde 8 Minuten. Ich bin jetzt 13. Stream-Auslastung auf CPU 8%. Oh hier. Außenperspektive, ne? Wenn ich wieder reingehe, dann sind es wieder 17 oder 16. Stream doch noch über den CPU. 4% Auslastung. Also das Gespammer geht einmal auf den Sack. Ich hab immer so viel Biggie, ja. Und du hast ja mal. Ich kann. Gute Fahrt. Ist ja nicht kann so, leider. Dass ich ungefähr 20, 30 Mal gesehen habe, aber danke. Ja, Dani. Ich glaube, hier der Radio was geht da jetzt schön schnell durch und jetzt los. Also hoffe ich. Boah, Alter, Alter, was ist denn das bitte jetzt für eine Scheiße hier, ey? Das kotzt mich so an. Also, ich find's ganz nett, wenn sowas vielleicht ein, zwei Mal auf eine halbe Stunde höchstens passiert. Was? Aber. Seid mir nicht böse, ne? Hallo. Seid mir nicht böse, drück F9, dann ist gut. Ja. Das ist auch nicht die Universallösung. Machst du den Chat mit Autos oder was? Das ist ja schlimmer, weil ich nehme das andere wichtigere Zeug nicht mit. Aber naja. Genau, wenn gleich ist der Radio oder so. Wenn sehen würde, der würde sofort Kick machen. Du bist so ein Spam-Schutz. Und wieder. Weiter liegen bleiben.
Okay, bleib ich erstmal weiter liegen. Wahrscheinlich jeder so eine AFK, Anti-AFK Dingens da und alle jeder diesen Spruch drin. Oh, gleich kommt der Mechi. Brauchst du den Pfeil hochmachen? Hallöchen. Guten Tag. Hallo. Ihr seid, denke ich mal, vollzählig, wenn der Fahrrad dann gleich los. Alles Glöchen. Ich hab nur auf Kaki gehabt, ich muss mich kurz neu einloggen und dann fahren wir auch gleich los. Jo, geht klar. Okay, super. Irgendjemand hat den Channel verlassen. Oh, Steven. Bye, oh, Steven. Ja, aber. Geben Sie Gas. Ich muss nur noch fertig joinen. Bist du schon da? Ja. Akku hat jetzt auch gerade geschrieben, ja, ja. Der hat mir auch geschrieben, kannst du mir schreiben, wann Pause ist? Ist so, wenn Pause ist, kannst du bei mir gucken. Ja, bei Twitch und so. Ich bin vergesslich und momentan stehen wir noch. Und jetzt, plup, kommt da rein. Ja, schön. Da. Mal rauf, nur bevor ich rumbleibe. Wärst du dann mit vorne, Steven, oder hinten? Nicht vor hinten. Wolfo! Das ist die ja, der Pferde vor mir überhaupt. Popüchen. Oh, noch eine Yacht. Cool. Biggie, du? Was, wie? Hast du gerade gefragt? Ja. Ja, bei dir, vor dir ist der Flö. Ach so, die Liste da. Genau. Okay. Du bist momentan der offizielle Letzte, aber nie so ganz, ne? Und dahinter wäre dann der Steven, wie er gerade gesagt hat. Der würde nämlich nicht ganz hinten fahren. Genau, und ich wäre ganz hinten. Können wir machen. Ich hinten und dann, okay. Außer Steven will unbedingt ganz hinten fahren. Nee, nur irgendwo hinten. Okay, du bist der Vorletzte. Ja, dann macht er uns zwischen uns, Basti. Passt. Jo. Wo fahren wir eigentlich? Auf welcher Posi fahren wir eigentlich allgemein als Firma? Vom Konvoi? Zweiter. Anscheinend. Laut TS. Geil. Und so. Mensch, wünscht doch nicht so viel gute Fahrt. Wir stehen doch noch. Die Sternzeit, hoffentlich bald vorbei. Ja. Ist er nicht losgefahren? Ich mach schon die zweite Kippe an, das ist Rekord. Stevens hat keiner gesehen. Das dachte ich mir. Boah, jetzt soll ich essen kommen. Ernsthaft? Okay. Gut, Dani, dann alte 4. Und machst du bei der Pause mit nochmal? Das ist doch scheiße, jetzt stehe ich in der Stunde rum. Mein yep. Gott, ey. Ich yep. Melde mich ab, kein Bock mehr. Gut, alles klar. Der Julius. Trotzt mich die Scheiße an. Bis dann. Oh, für mich, ja, warte mal, für mich. Tschüss. Ich bin trotzdem nicht abgemeldet. Wer war jetzt Julius? Ja, für mich bist du nie abgemeldet, ne, sondern du hast teilgenommen, fertig. Okay. Wollte ich bloß sagen. Okay. Ich glaube, er mag seine Eltern. Ja. Okay. Wer macht denn um 20 Uhr Essen? Ja, das frage ich mich auch. Schau, ja, da war so geplant, ich, meinst du, ja, um 20 Uhr ist ungefähr. Ja, Tipps, die ja. Stehe ich schon bereit. Meine Mutter wollte auch gerade, dass ich noch mit Essen tue. Ich sag, nee, ist nicht. Kann sein, dass ich die ersten 5 Minuten während der Fahrt übrigens gleich wieder auf Gabel bin. Da vorne fährt was. Gottes Willen. Ja, Oll. Langsam muss ich kacken. Boah, Basti. Was denn? Ich bin offen. Ah, besser als. Oh, ich müsste. Ach, oh Gott, ja, wie soll ich denn das ausdrücken? Ah ja, ausdrücken. Oh. Genau. Das ist mir zu viel hin und her geredet. Dann lieber direkt. Wieso steht mir hier für Öl eigentlich? Da vorne ist schon eine Spur drin. Seh los, keine Ahnung. EFL. Ach so. Keine Ahnung. Ich bin los halt. Ja, klar, ich sehe dich. Kann du nicht lesen. Ich will losfahren. Der Fahrer? Ja, nee. Bist du ja, warte denn du? Weiß ich nicht, wohin. Den kannten wir schon mal aufschließen. Einfach bloß geradeaus, rechts abbiegen, immer schön Kreis. Oh, fährt der andere an selbst die Saatenhänger, ja. Genau, auch nur, was du achtest.
PSP. Das kenne ich nicht. Was du dran dran können wir das mal aufschließen, wenn ihr wollt. So, nochmal bitte. Bei Kaplan bist du scheint sich zwischendrin zu wollen. So können sie ja machen. Ja, shit, nicht mehr. Ja. Wenn die ersten losgefahren sind, dann sind sie wieder weniger. Wird aber auch nicht mal die Konvoi-Reihenfolge gesagt, wer wann, welche Firma wo fährt, ja? Meistens wie TS, falls du es gehört hast. Ja, und Konsec fährt zwischen jede Spedition. Ja. Oh, jetzt fangen wir an. Ja. Wir müssen unter Band halten. Ja. Mike, los. Bin da. Unter wem fahre ich? Du bist zuerst. Ja, du hinter Mike. Ich muss hinter Paul am meisten. Er hat Mike schon oder leckt er noch? Alter, das ist jetzt nicht wahr. Hä? Bis gleich. Alter, ich hab's ja passend auf, jetzt muss losgehen. Du warst bestimmt noch ein bisschen zu weit. Drück am besten alle noch. Ehe die hier alle rausgeleckt sind, du kannst ruhig 5 Minuten einloggen. Mike, ist das ja, siehst du es nicht? Die Räder drehen da durch. Der macht Wheels, bin ja zu viel. Ich kann nicht sehen, wissen wir nicht gleich länger. Nicht im Kopf. Nein. Leg los, Fanti. Fahr los. Du fährst schon. Nein. Mike. Bist du da? Mike leckt sich hier. Dann kommt Mario, dann komm ich. Dann Gibi. Jo. Das sieht man so aus. Was? Vor, zurück, vor, zurück. Ja. Eigentlich, du musst doch diese. Ja, natürlich. Was ist? Nix. Alles gut. Und drängelt sich auf die Schwache. Ich bin noch bei 9. Also im Cockpit. Hey, fahr Mike. Das ist ja wahr. Die gehören nicht vor uns. Das Idioten, ich fällt nicht. Warum fahren die jetzt eigentlich vor? Weit. Da oben im Channel mit. Oh nee. Oh, der nächste. Der Führer ist gekippt worden. Oh, ey. Du! Nein! Ich glaub sogar, die sind hier oben im Channel. Könnte das sein? Bin ich über uns. Der Markus, ja. Hinter Markus. Ja, genau. Kreuz gesorgt. So, Schatz! Immer mit der Ruhe. Nicht Ruhe. Wenn hier dich. Yes. Julius, jetzt fahr ich gleich langsam los. Leck ich bei euch. Denkt dran, no color, glaube ich, nach der Tour, nach dem Tor ist keine. Keine Artikulation genau. Mehr, ne? Ja. So, sind wir drin. Ja, im wahrsten Sinne. Armer Julius. Okay, bei 100 Leuten ist kein Wunder, dass meine Grafik mit, nicht mitmacht. Ja. Ja, ich hab's gerade gesehen, was du. Wird aber auch nicht mal angesagt, dass es losgeht, ne? Markus. Ja. Ich glaube, man lässt sich erstmal genug Zeit, um zu kommen. Du bist lustig, der ist schon Jahrzehnte drin. Oh, da hat sich schon der erste zurückgesetzt.
Jojo, ist der Timbis vor dir, ne? Ja. Okay. Die überhaupt schon? Hinter Jojo ist es kein Dani, da ist Flo, ne? Ja. Genau. Hinter Flo, Piggy. Ja. Da fährt er auch schon. Wir müssen links raus. Links. Ja. Durch die kleine Seitengasse. Genau. Wer Platten so bescheuert? Wollen wir nicht rumrollen? Geil, wenn der Boden was. Tim, kann das sein, dass das mit dir ein bisschen leckt? Was soll ich machen? Soll ich hier vorne irgendwie reinfahren oder was? Leckt das bei euch? Nein! Bei mir leckt es nicht, bei mir backt der Boden. Stimmt, der Computer ist nicht schuld. Das ist das Spiel. Gib mir auf den Sack, ich seh nicht mehr, wo ich hinfahre. Ich kann eh nicht schneller. Ich glaub, du bleibst hängen, Mike. Ey, die 10 Mann, die aus dem Tab raus sind, die hat's trotzdem gebracht. Ja, das dauert noch ein bisschen. Zieht sich alles hin. Ja, super. Mein erster Gang wurde abgesoffen. Eieiei. Warte. Kaninchen muss gepimpt werden. Ist das schön, mit 8 km/h höre ich übelst die Turbo-Sounds. Oh. Eieiei. Oh, ja. Ich häng hier fest, weil nichts sehen. Ich kann hier nichts sehen. Alles klar. Vorsicht hinter mir. Jo. Ja. Ich hasse. Jetzt nach rechts einschlagen. Stimmt, die Konsec sperrt ja gar nicht ab. Aber das Ding ist, vor uns ist keine Konsec. Lass mich hier gerade rangieren. So wissen wir, glaube auch nicht, wo es hingeht. Was? Glaub, das sichert auch nicht ab. Kann das sein, dass vor dir der eine Konfanz ist? Ja. Ja, dann fahr den mal hinterher. Er müsste eigentlich wissen, wo es hingeht. Aber ist gut. Oh, endlich wieder FPS hier vorne. 60 Stück. Oh, geil. Oh. Echt? Komm ich jetzt hinten rum? Natürlich nicht. Sieht noch gut aus. Ja, aber vorne nicht. Leckst du mich doch langsam hier an Arsch. Was für Zeit? Entschuldige, Nee, ist okay. Heb gleich auf und dann ist für mich Feierabend. Einer von der Konsec steht hier. Ja, Hase. Komm rum, du. Noch zu rufen. Ja, Hupe funktioniert, mach links. In Rom. Jo. Warum? Bisher der einzige Kosten, wo man sich entscheiden muss, ist bisher abgesichert. Noch mehr Sachen, wo du entscheiden musst. Keine Geschwindigkeitsangaben, kann gar nichts, gut. Ja, gut, ja, aufholen erstmal, ne? Ich meine, die warten irgendwo dann auf den Ortboden. Marco kommt. Ja, hat mich schon angestupst. Aber zaubern kann ich nicht. Aber Hexen! Oha. Gesundheit. Ja, Foto, wo bleibst du? Mal schauen. Was? Ja. Yeah. Wo jetzt rum? Bist du? Wo bist du gerade? Rechts. Rechts oder links? Hallo, guten Abend. Moin, bist du schon unterwegs?
seid schon unterwegs, okay. Fahrt los. Ja. Kommst du da hinten direkt schon? Wenn du willst, kannst du auch gerne hier bleiben. Wie sieht's Pause aus oder war das gerade Pause? Noch gar nichts! Das war der Start. Das war der 19 Uhr Start. Gut, hätte ich dich vielleicht doch ein bisschen früher anschreiben sollen, dann hätte ich es gepackt. Ja. Nee, aber Pause wissen wir noch nicht. Kann ich dir dann bloß spontan sagen. Also entweder bleibst du im Channel, da kann ich sie so sagen, ansonsten. Ja, Twitch. Hat vorne links dann. Da wo Konzi steht oder was? Ja. Jo. Die Frage ist jetzt, wo jetzt hier lang? Okay. Die Frage ist, wo ist der? Wo ist Führungsfahrzeuge? Aber ja, und viel. So ja, und dann? Vorne wieder rechts. Vicky. Bei links Firma. Stimmt. Die nächste dann wieder links. Bei rechts Ende. Ja, das geht dann erstmal hier hoch. Dann erstmal hier hoch Richtung Werkstatt. Dann stehen sie da unten auf der Autobahn. Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ja. Jo. Ne, die fahren noch. Wo muss auch mal eine FPS-Grenze kommen? Also ich habe schon mal wieder mehr. Das ist schon mal ich gut. Auch! Ah, jetzt wird's. Oder ich fahre beim neuen Ende mit. Das sieht ein bisschen dumm aus. Dann fragen sie mir dämlich. Ja, okay. Ja, weil da stehen tun gerade noch genug. Ja. Gut, bei 100 Leuten ist kein Wunder. Ja, dann zu fahren hinterher, hinter den letzten da. Ja, aber keine Ahnung, wer das ist. Äußerst ein Notfall. Ab der Pause dann. Hey, Autobahn? Was? Geht ja nur eine Richtung, Autobahn. Jo. Halt, oben rum. Bitte rechte Mautstelle benutzen. Die Mautstelle ist mir scheißegal. Mir ist wichtiger, welche Spur von denen. Wenn ich denke, wenn er rechts sagt, dann wird sie rechte Spur sein. Ja. Jo. Dann direkt Richtung auf die Autobahn. Jo. Oh, Biggie. Was? Was ist los? Ich glaube, die hinter uns haben den Weg nicht gefunden. Ah ne, der sah die erst. Da war ein Biggie-Lag. Ja. Hey, unter uns fahren welche. Das sind wir. Wow. Ey, Alter. Winken. Oh mein Gott. Ich weiß nicht gleich, wo ich hin muss. Aber vor uns ist auch keiner mehr. Was ist denn das jetzt? Willst du nicht Gas geben hier und dann. Oh, ich hasse diesen Stadtbegrenzer. Ja. Tucker. Am Kreisverkehr die erste ausnehmen. Ja. Wieder nur. Gleich direkt raus. Oh, 90 raus. Dann durch die Maut, Biggie, und direkt wieder rechts. Von mir ist was. Ja, eine Maut. Nein. Egal wie. Achso. Dann mag die vorne sehr lang. Elkum hat vor mir. Dann rechts. Ja. Richtung Rom. Oh, die Schranke ist nicht so schnell. Uiuiui. Okay, wo viel vorne bei der Anfahrt. Sehr langsam. So, da sind wir dann. Was ihr nicht seht. Ich auch. Nee, das sehe ich nicht.
Wer schreit denn da so? Sie was. Hab ich schon gesagt, das sind langsame LKWs. Jetzt vor mir ist ein stehender Mike. Oh mein Gott, also wir stehen gerade. Kurz nach der Abfahrt stehen wir. Hä? Kurz nach der Abfahrt. Ja. Mal gerade den Autobahnabfahrt. Ja, muss dann halt einfach rechts runter. Okay. Erstmal den Mario markieren. Genau, die Frau. Oh nee. Steht die ernsthaft mitten auf der Spur, oder? Ne? Fahren jetzt ja auf dem Standstreifen? Das Auto, oder? Ja. Ja. Wenn's vor euch auf den Standstreifen geht, dann auch da drauf, logisch. Oder? Fahren die rüber? Das war's mit der Eiche. Ich bin jetzt auf dem Standstreifen. Das ist mit der Eiche. Jetzt fahren jetzt alle. Mario immer mit seinen Rumgeflame, ey. Kleinen Mann, Mann. Oh, jetzt kommt was bei uns. Ja, mein Level. Klimper, Klimper, Klimper. Hab mich das hier alle hin. Kommen Sie doch. Achtung, da vorne steht Konsek auf dem Seitenstreifen. Komm nicht rüber. Ja, ist ein Schrott. Ja, Timo. Hauptsache, das fahrt an. Ja, und keine warmen Dinge an, gar nichts, oder was? Ah, das ist geil, ich sehe einen M60 von Weitem. Allein schon an die Blinkern. Ja, aber ich weiß, dass mir selber. Ja. Sind die einzigen, die so langsam sind, ja. Du meinst. Gesundheit. Ja, ne? Wird doch nie wieder vorkommen. Aha. Er wusste schon, warum er das gemacht hat. Richtig. Wir wissen auch, dass der Mike das gerne macht. Boah. Stehen die ja. Was nur, wir stehen Streifen. Abbieger. Okay, rechts abfahren. Abfahren. Rechts abfahren. Achso. Und wieder durch die Maut. Da sollte es linke Spur sein, oder? Jo. Ja. Linke Maut benutzen. Also ich denke mal, inzwischen bist du auch schneller, wenn du durch die rechte fährst. Mal gucken, wovon. Bei dem Tempo. Geh hoch. Ja, die geht hoch, Mark. Hast du nur 20. Ich hatte 35 drauf. Oh. Ja, ja, drauf. Und ich gehe 5. Nee, 25. Okay. Findest du ein bisschen... Findest du immer so herrlich, wenn ich mit Mike zusammen fahre und der erzählt mir was von 160, weißt du, und ich bin hinter dem mit 140. Hoffentlich ändert sich. Ja, ich weiß, du kannst ja nichts dafür. Verzeiht, dass es sich ändert, ey. Einfach mal die Synchro. X-Synchro, bei ihm ist es ja CPU. Ja, ich weiß aber dann. Jetzt hat er wahrscheinlich auch noch dabei. Er kriegt am PC da, wisst ihr, hier so Geschwindigkeitsrausch. Und ich dahinter kann eine Kaffeepause machen. Das hat sich auch von mir ändert. Ja. Ruf bei mir auch. Du hast schon genug. Nein, CPU fehlt. Achso. Also, 2700er Reihe, das ist scheiße. Das ist leid. Ich hab jetzt eingesehen, 6000er Reihe. 100 Euro mit Mainboard zusammen. Grafikkarte läuft schon auf 100%. Das ist ja nichts Neues bei dir. Die läuft auf 30. Ich weiß gar nicht, wie viel beim Meidel läuft. 230. CPU 500 noch was.
Aber im 16 hat dann halt, dass wir deine CPU läuft auch ein Stück höher, oder? Das stimmt. Der hat pro Kern 10 GHz reingemacht. Ja. Da läuft doch 0,1%. Ja, bei 3, noch was oder 2, was weiß ich, was Standard war bei ihm? 3,4. 3,4, ja, da komm ich mit 10.000 hin. Was? Du. Was bist du hoch im 60? Boah. 4,2. Ah, geht ja noch. Ja, das geht noch. Hab ich Standard drin. Sweet Spot bei der CPU ist eigentlich 4,6, aber das macht er nicht. Ja, ich hab schon 2,0. Ja, Mike, du bist auf 800 MHz mal gern. Ja, Entschuldigung. Nicht mehr lange. Was war der Turbo-Modus bei dir im 64 oder 3,8? Ja, wieso nicht mehr lange? Hm? Doch, du so. Was? Nee. Alles gut, Mike. Genau. Ich hab mich doppelt gehört. Turbo-Modus halt gar nicht aus. Wegen der Takt. Bitte. Entweder habe ich zu viel Kaffee getrunken oder es ist ein ETS-Ostern, diese Eier. Okay, du hast zu wenig Kaffee getrunken, glaube ich. Okay. Ich habe GTA gespielt. So viel Modder gehabt. Das kann doch sein. Ja, haben wir denn eigentlich vorne? Was fehlt in der ETS, da du Eier transportieren musst? Natürlich. Nee, im 60 fahren wir hier immer vorne. Brauchen wir die Fragen? Weiß ich. Gas bremsen, Gas bremsen. Was? 90? Oh. 30! Ja, 90 ist ein Vielfaches von 30, ne? Stimmt. Aber bitte nichts Logisches um die Uhrzeit. Sag einfach ja, es stimmt. Ja. Ja, logisch. Wohin genau? Markus? Ja? Du hast eindeutig viel zu viel Fernsehen geguckt. Ich? Nein. Doch. Du doch nicht. Ich glaube, ich muss den Wintermod mal rausschmeißen. Da kommt einer mit Vollbeleuchtung. Ich glaube, der hat Angst weiterzufahren. Ich glaube, der leckt ein bisschen. Hä? Wieso? Du fährst doch vor uns. Achso, der andere, okay. Der ist doch sauber. Hat doch der ist garantiert. Der ist garantiert auf 110 gewesen. Ja. Ich glaube, da hat einer falsch gespielt. Komm nochmal 30. Julius? Ja. Willst du dein Lenkrad eigentlich noch länger behalten? Warum? Ich weiß nicht, bei dir hört man da und... Weißt du? Ich kann auch mein Handy immer sein. Ach so! Soll ich das Handy noch länger behalten? Ich stell den nicht mehr lange. Ja, schmeiß ihn so. Kann ich mir vorstellen, warum das Ding Smartphone heißt bei dir? Mike, du weißt doch. Raum- und Richtungsangaben. Ja, heute Morgen hatte ich mir die alle auf die Fresse gelegt, ey. Ich stell mir das wirklich vor, Mike, auf die Schnauze. Ey, da war vor uns so groß wie die Glatt, ey. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo die steht. Mike, tatsächlich war es bei mir auch glatt, aber ich bin nicht hingefallen. Weil, haben die ja gar nicht gestreut. Ach nee, ich war ja auf der Autobahn. Ich hatte ja Fahrschule. Auf der Autobahn ausgerutscht oder wie? Auf der Autobahn in die Tore. Du lachst drüber, mir ist schon passiert. Echt? Stau? Ja, ja. Nee, nicht Stau. Also ganz normal Winter gefahren, Auto, Autobahn. Geht's auf den Rastplatz, ich steig aus, mach die Tür auf, ein Bein raus, wollte gerade das Gewicht sozusagen auf das Bein legen, ja, und dann flupp, lag ich. Spagat. Richtig, das tat ein bisschen weh.
glaube ich. Außerdem krieg ich mal Bein hinter den Kopf, ne? Ja, ja. Ja, immerhin. Ging zwar wortwörtlich auf die Eier, aber. Du warst noch nicht mehr mit der Autofahrt. Nee, erstmal die. Erstmal Kaffee. Ja. Ja. Aber danach musste ich mich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Bin zwar normal gelandet, ne? Also nicht hier irgendwie Aua. Aber die Verrenkung tat ein bisschen weh. Lass mir zum Glück nicht passiert. Wieder da gesetzt. So, jetzt mal her, das war gar nicht. Ich stand dann auch draußen. Auf so eine Pennerbank da hingesetzt. Also wie schon hier, Parkplatzbank. Ja, ja. Das ist schon mal gefühlt, wir wollen wirklich in Halivorno fahren. Ja, und gleich noch durch die enge Straße, die einspurige. Ja. Geh mal. Finde ich gerade toll. Bitte ein Spaß für denjenigen, der bei uns die breite Jacht mit hat. Die wollte ich vorhin erst fahren, aber da habe ich gesagt, nee, doch nicht. Gerade wenn du. Gerade wenn du Italien fährst und dann oben Steinbruch, da habe ich gesagt, nee. Ich wollte die auch fahren, aber ich habe nur einen schwarzen oder einen Trailer drunter, ein Ding so. Mike, setz dich einfach mit Tempomat 35 Stunden, dann kannst du einfach rollen. Oder 30, kommt drauf an. Ich bin gerade auf 35. Ich hab jetzt 34 hier eingepennt. Du bist ja Arsch. Gut. Was, Big Mike ist ein Arsch? Mario, das diskutieren wir nachher aus. Ja, ich hab's auf Band. In meinem Büro. Oh! Hier und aufgeräumt, Bruder. Ja, dann wird erstmal richtig nachgeschlagen, du. Dann wird erstmal richtig aufgeräumt. Da gibt's Besen halt. Werde ich wenigstens bezahlen? Total nicht. Ja, du kannst gerne das Büro von uns nutzen drüben. Bisschen sauber, oder? Ja. Alexis räumt nachher wieder auf. Hey, die darf da oben nicht rein. Aber ich darf. Frauenfreier Raum. Auch ne. Ja. Basti, ich glaube, meine Vermutung ist. Ich verstehe kein Wort. Julius räumt schon wieder um. Ne, nochmal. Jetzt geben sie wieder Gas, ey. Einmal dieses Stop and Go. Ah, komm weg. Steh hier und fliegt ab. Hier vorne schon, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie es ganz hinten aussieht. Anders sind nicht mal, die sind noch nicht mal losgefahren. Wind leckt, Hölle. Bund. So eine Feuerball hat gemacht. So, wenn was ist, sagt Bescheid, ne? Ich bin Facebook. Ja. So, bis morgen. Facebook. Hier aus Tessos. Ist er bis morgen? Aha. Wie du da fertig bist. Ich bin fertig. Was? Ja. So schnell hast du Facebook geguckt. Ja, natürlich. Kommt doch nur Scheiße. Aufgewacht, bevor es direkt geladen hat, direkt dazu. Genau. Ja, ich glaube, bei dir ist Gas ohne Ankündigung. M60, ich glaube, bei Basti gibt es keine Ladezeit. Hey Markus, du kannst nicht erwarten, dass ihr jedes Mal hier durchgesaugt wird. Bei dem sind es nicht. Gleich fahren. Nee, Uni. Dran sind. Also, wenn ich fahre, dann sage ich nie, oh, jetzt habe ich 5 km/h erhöht. Ja, bei denen geht das lang. Ja. Nee, richtig. Das ist gerade. Nee, also, wenn ich mir das mit Steven vorstelle, ne, oh, ich fahre jetzt 188, ne, und der 189 und sagt das permanent an, das geht mir auf die Eier. Hm. Nee. Einfach bloß hinterher und das geht. Dann würdest du aber sagen, kann ich schon. Ja, hätte ich dann. Also ich kann mich perfekt anpassen an die Geschwindigkeit, welche vorhergehenden sehe. Ja. Aber ich denke mal, Markus, wenn dein PC dann da ist, kannst du so. Noch ein bisschen.
Ich weiß. Drücken wir mal die Daumen, ne? Ja. Nach der Kurve ist wieder abbremsen angesagt. Juhu! Ich glaub gar nicht, gleich kannst du wieder rausgehen. Ja. Ich bin ja schon mal froh, dass wir Daten nicht durchfahren. Ist eigentlich auch so ein komischer Bug, dass ihr nur die Lichter von einem anderen LKW im Spiegel seht? Ja. Also bei mir ist es so. Ah, wenn der weiter weg ist. Seht zwar die Lichter, aber ich sehe den LKW nicht mehr. Wenn mich jemand überholt, ich sehe nur noch die Lichter, die ankommen. Nee, das habe ich doch nicht. Und wenn er dann fast neben mir ist, ploppen dann die Lichter am LKW auf. So. Aber jetzt so Markus sehe ich gar nicht mehr. Und oben seine Lichterreihe sehe ich noch. Das war's. Ja, tut dich doch ärgern, hat's Licht aus. Nee, das Licht sieht. Das Licht sehe ich. Mein LKW ist einfach nur schwarz. Alles schwarz. Kein Licht kann ich gar nichts sehen. Aber am Boden sieht man das nicht. Gott, wie seine Seele. Tada. Noch schöner. Genau. Der, die du. Ach so, ja. Hallo? Hallo. Jetzt begrüß dich, weißt du, es ist schon anderthalb Stunden. Ja. Anderthalb Stunden jetzt mal, oh, ernsthaft, ne? Wenn es schon eine Stunde 44 Minuten, so ungefähr. Eine Stunde und 40 Minuten. Jetzt aber los hier, 21 Uhr, wenn ich wichst. Auf Gott. Was denn? Wir sind auf dem falschen Server. Es ist unser Bildschirm. Biggie, hast du ab 18 drin? Nein. Wie, nee? Was kommt bei mir nicht rein? Ernsthaft? Nein. Ja. Hä? Okay. Die Scheiße. Was, Kinderparade? Na, sag schön. Kinderparade. Sendung. Kontrax steht gut. Ey, wo sind gerade die anderen Kontrax-Typen hingefahren? Hä? Also ich leg's. Ja, scheiß drauf. Im Kreisverkehr, erste Ausfahrt rechts, dann dritter. Achtung, hier steht einer von der Kontrakt. Soll das stehen? Oha. Oh je. Geschwindigkeitsrausch hier, oder? Wie nennt man das? Ah ne, Boxgeschwindigkeit. Space Taxi. Easy. Boah, das schnauft, Leute. Rechte Durchfahrt. Wunderschönen guten Morgen, Herr Holzi. Holzi! Das ist Holzi! Na klar. So, jetzt kommt gleich die erste Pause in Biscara. Hoffe ich nicht. Ja gut. Wieso da zurück? Wann seid ihr losgefahren? 19 Uhr. Achso. 100 Kilometer vielleicht? Ja, 19 Uhr, ich weiß schon. M60. Vielleicht Draht 400 Kilometer. Das wäre schon. Ich bin wieder doof, Mikro vergessen anzumachen. Hey, es war. Wir haben dich die ganze Zeit Alter. Vicky? Anwesend. Könntest du mal kurz nur diesen Satz wiederholen? Holze, ich kann gerade nicht reden, weil mein Mikro nicht in OBS erkannt wird. Kannst du das wiederholen? Danke. Hört dich doch. Nee, deswegen sage ich es ja gerade.
So, na bei mir. Ach so, der ist bei dir. Oh, nein, bei dir, ach so, Oh Gott, bist du... Geil. Achtung, Markus. Au. Oh, hey, bloß mal sagen, dass der Basti das Mikro nie ankriegt. Ja, ja. Technische Probleme bei dem anderen Kollegen. Danke. Wenn du jetzt so sagst, welchen? Bei den X-Rayen, der hat technische Probleme mit dem Mikrofon. Dankeschön, jetzt bin ich zufrieden. Wir fahren jetzt auf den Stand. Ja, das hab ich gehört, Mario. Ignoriere dich tatsächlich nie so wie du. Hey! Da kannst du mal das. Der Rasmussack? Ja. Nehmen wir länger? Nein. Jetzt sehen wir noch gar nicht. Okay. Seht ihr auf dem Standstreifen schon wieder, ey? Keine Ahnung. Aber jetzt stehen. Okay. Eine Chance, das Mikro zu retten. Raustappen. Wie sagst du Bescheid? Jo. Test, Test. Ah, es geht! Test, Test. Hi. Und ich lege wieder hin. Morgen. Ihr war ein Gäffchen. Ja, ich könnte jetzt so meine ganze Packung Moscherie essen, ne? Den Maggi? Basti. Alter. Ja, Basti isst bestimmt auch alles mit Maggi. Ne, ich nie. Ne, Moscherie mit Nutella. Also das Beste ist ja Pizza Margherita und Nutella drauf. Das ist das Beste. Das Beste ist es. Aha. Wir stehen, weil einige falsch gefahren sind. Waren die drei Mann, die drei Mann, die gerade ausgefahren sind. Idioten. Lange steht der, keine Ahnung. Ja, da. Baby. Wann war der jetzt schnell? Ah, weil Pat vorbeigefahren ist. Oh ja, jetzt erstmal, wollte ich gerade sagen, die müssen auch wieder nach hier vorne fahren. Der Ankommen wollte regeln. Was für ein Viecher. Oh, Schlups, geh weiter, kann's sein? Nee, nicht wirklich. App ist vorne? Nimm dich bei Wort, meine Beine sind auf dem Tisch. Ja. Gut. Meine auch. Ja klar, er blockiert gleich die ganze Spur. Beton nochmal Spur, bitte. Hä, was? Alles gut. Spur? Er blockiert gleich die ganze Spur. Okay. Er ist so kaputt. Ich glaube, ich hätte das Mikro doch lieber auslassen sollen. Kommt der Gülle raus. Gülle, Gülle. Ja, ja. Hippie. Langsam wirkt der Kaffee.
Zeit für Kaffee eigentlich. Oh ja, Kaffee. Mach dir doch mal schon einen. Yeah. Basti und sein Kaffee. Ja. Wir gehen bitte Kappe. Alter Gott, dazu. Bike genau. Stehen bleiben. Steve ist live. Oh. Aha. Wo streamst du? Wo streamst du? Na komm. Come on. Ja, wo ist ganz normal? Sag mal, erwarten. Ach so. Frage. Erwarten die, dass wir hier rückwärts fahren, damit der Kipp hier reinkommt oder was? Wir sind schon vorgefahren. Hier wird nichts erwartet, hier wird nur gefahren. Weil Oh Gott! Oh Leute. Hi. Er steht irgendwo auf der Straße. Leute, wenn alle da sind, können wir doch fahren. Ja, anscheinend sind es noch nicht alle. Ja. Ist das jetzt einer von Cap Logistik da? Ja, ich zieh mal ein Stück vor. Das ist ein Ein-Mann-Logistik. Wenn die von kommen. So ziehst du vor. Du sollst den Cap Logistik reinlassen. Nein, das bringt nichts. Hab ich nur. Aber das sind glaube ich mehrere als einer, oder? Steven ist wirklich online. Das war die Lücke, Mike. Okay. Aber jetzt. Vielleicht krieg ich mal einen Bann wegen rückwärts rangieren auf der Autobahn. Warum ist denn ein Cap-Log. Hä? Ein Cap-Logistik mitten bei Konstanz hin. Ah, die überholen die jetzt alle. Waren nur zwei von denen. Waren die schon wieder oder was? Ja. Ja. Ja, die fahren. Aber die Konstanz muss jetzt erst diesen einen Cap-Logistik holen. Der FPS geht wieder in den Keller. Sind die dort? Was schaffen die im Keller? Hast du nur noch 580 oder wie? Ey, ich hab nur noch 9er, 10er. Wow. Alter. Ich bin noch bei 25. Du, Basti, es geht weiter. Ja. Nur noch bei 90. Ey, toll, jetzt hab ich den Kupplungs. Mein Kupplungsbeet ist eingepennt. Mein Kuppel mit dem anderen Bein. Ja, ganz prima. Bin ich schon, danke. Katzen. Julius. Ja. Du noch mal arbeiten? Nö. Also doch, ab 11 Uhr. Ich hab frei Wochenende. Also. Ich hab schon keinen Bock auf nächste Woche. Boah. Ja, geil. Ja, da habe ich gerade 2 Wochen hinter mir. So ein Dreck. Und die anstrengendsten 2 Wochen in der ganzen Ausbildung. Eine Mautstelle. Wirklich jetzt? Ja, sicher.
Also Binky, deine Wimpel, die zieht dann ja ganz schön rum bei dir. Ja, bei 11 FPS, die ich heute habe. Mike, wie viel FPS hast du gerade? Ja. Was? Ja. Also entweder war das hier oder 4? Ja. Ich glaube 4. Okay. Yes. Halbwegs flüssig, trotzdem. Ja, hart, wenn man sagen muss, Markus sein Laptop ist besser als Biggie sein, Big Macs, nee, Big Mike's PC. Eisverkehr, wo sind wir hier raus gerade? Oh nee. Was fällt dir ein, Miau zu schreiben? Ja, muss du zuerst auf dich. Muss mal zurückfahren. Genau, mach ein Katzenbuckel. Boah. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Von Katze oder von Buckel? Allgemein, Katzenbuckel, allgemein. Genauso. Wenigstens hohe FPS. Ich hoffe es. Also ich bin zufrieden. Ja, es liegt bestimmt an Mod. Den scheiß Untermod. Ich hab den auch so. War der nicht? Ich muss fliegen, aber das geht nicht. Tu's einfach. Dann mach dein Mikro aus. Da fließt du den ganzen Konvoi weg. Glaubst du noch vor dir, ist es mir alles egal. Ja, dann ist Abstand halten, würde ich sagen. Mal ein bisschen die Lücken größer machen. Gucken, ob ich es geht. Dann kommen wir zur Frage. Was ich eben schon wieder verstanden habe. Nee. Was denn? Komm, erzähl. Erstmal die Lippen etwas größer machen und sagt, hä? Ja, läuft. Was, die Lippen? Ja. Okay. Die Lippen weit auseinander machen. Dann denken wir haben noch Minderjährige hier. Wer ist das? Markus. Achso, Markus, alles klar. Ja, okay. Ja, nee. Aber den kriegen wir auch noch groß. Boah. Rummel die Katz. Rummel über die Uschi. Ah, nee, den da vorne. Alter. Wahrscheinlich geradeaus. Scheiß auf Schnelligkeit. Einfach Tempomat. Wenn du keine richtige Summe hast, hoch und runter. Ich hab selber ein 30er Tempomat benutzt, versucht und jetzt fahr ich mit 18 leer. Ja, ja. Immer schön spontan bleiben. Da benutze ich kein Tempomat hier. Wenn er das spontan in die mögt, dann ja, klingt ein bisschen hart, geht ein Singleplayer. Da hast du einen programmierten Ablauf. Ja, Holzi. Naja, also. Alles klar, bis Danny. Ja. Dann fang Richtung Terni, ey. Muss rechts abfahren. Gott! Tu mal eben die Firma, die hier ist, ne? Geht mir noch. Da mich eigentlich die ganze Lippe kurz hier. Guck mal an, wie die hier vorne aufeinander hauen. Ja, aber trotzdem mehr. Geht mir auf den Sack. Warte, dass wir so Lücken haben? Das ist teilweise dieses Stop and Go hier vorne. Ja, weil die nicht mit Tempomat fahren können. Kannst du auch nicht. Hä? So große Geschwindigkeitsunterschiede.
20 FPS. Ah, mit 30. Also mit 30 komme ich nicht hinterher. Ziehen Sie mir weg. War gerade 45. Also wahrscheinlich vorne mit 50 rum. Ah, irgendwas in der Ecke da. 40. Oh, der letzte, er muss ja schneller fahren als alle anderen vorne. Hätte ich einfach gar nicht in meinem Spiegel gemacht. Einfach bei mir einfach. Schwarz. Bin ich nicht. Dann würde ich den Rechner aus dem Fenster schmeißen. Den oder nicht? Ja, Rechner, ne? Ne, ich stehe unten und fang auf. Kein Problem. Jetzt? Nein, das ist irgendwie Multiplayer, keine Ahnung, was das ist. Hast du vielleicht das eingestellt, dass du andere Titel und so weiter nicht siehst? Oder ob erst seit letztens, seit ein paar Tagen ist es erst so. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich sehe auch keine Lichthube mehr. Was? Ja, wenn du den LKW nicht siehst, also wenn du die Lichter am LKW nicht siehst, wie willst du deine Lichthube sehen? Außer vielleicht mal das Blinken in deinem Führerhaus. Hm. Ja, aber sonst erkennst du das nicht. Sonst siehst du nicht mal, wenn nachts dann hinter dir ist. Sehr geil. Was, das, ich sehe die Lichter nicht. Markus ist 60 Meter hinter mir. Ich sehe seine Lichter nicht. Ja, am LKW. Hm? Ja, kann sein, aber dein LKW ist trotzdem schwarz. Spiegelputzen würde ich sagen. Also die Lichter am Boden sehe ich, in meiner Kabine ist es auch hell wie Tag. Aber sein LKW ist halt schwarz. Sag mal so, solange du den Lichtkegel siehst, ist alles in Ordnung. Ja gut, aber... Also du siehst doch, wenn er sich aufhält oder nicht. Wenn da mal einer wirklich ohne Licht fährt und ich rüberziehe und irgendwie reinwalzt. Hm. Ja, dann Mario macht erstmal eine große Welle. Was Mikro an, sorry. Natürlich haben wir gleich wieder an, damit der hinten reinfahren kann. Der Kapplogistik geht da. Ja, kein Wunder bei 4 Achser. Oh. Der hat aber auch 1000 Liter. Aber verbraucht doch viel mehr. Ja, ich habe auch einen 4 Achser, ich kann immer noch 1000. 100. Ich verbrauche nichts, ich fahre mit 5000 Umdrehung. Da steht einer von. Du hast einen. Das zum Thema die Sichern hier. Macht er jetzt? Was, noch ein anderer? Jetzt zieht er raus einfach, der Fisch vor mir. Das gab's oder was? Naja, der zog jetzt mal raus. Merkt der Namen? Lebensleer oder was? Das ist der einzigste, ich wüsste wer es ist. Boah, und der das bauen wir durch. Sicher Nummer. Hm? Bauen wir durch.
Einer von dieser Kaplo-gesickter Kartan war anscheinend. No, das ist der. Gibt ja nur einen von denen. Nee, zwei. Und zwei mit. Irgendein anderer schon rechts am Straßenrand nach dem Abbiegen. Das war sinnlos, Fahrer. Fahren ja auch mit. Fahren ja auch mit im Konvoi. Ich glaube, der fährt noch vor Mike, oder? Ja. Die Antwort habt ihr gehört, gell? Nein. Ging immer nur. Okay. Okay. Hat einen Unfall, okay. Er gibt Verweise an die Kapsel gewesen, gell? Als ob die das nicht wissen. Kann nur sein. Nein. Waren die jetzt 60 hier vorne? Keine Ahnung. Aber ich hab unter mir auch einen Geist, ey. Ich seh nur dich kicken. Gott, ist das eklig. Also ein bisschen flott hier. Ja. Warum fahr mal schnell? Aber die Strecke ist geil. Wisst ihr was, ne? Ich bin mit 70 durchfegen. Jo. Gleich kommt Haarnadelkurve dann. Wow, 5 Meter bevor er mit dem Anhänger drin ist, sehe ich. Toll. Siehst du nicht, hä? Der ist gerade von mir. Der kommt mir. Nee, nicht. Er ist von mir 46 Meter entfernt und ich sehe ihn trotzdem. Ist übelst Bullshit. Keine Ahnung, was ist das? Komischerweise beim Erfurter ging es, den hab ich gesehen. Ja. Also manchmal sehe ich einen Markus aus, manchmal packt es ein bisschen durch. Das Licht. Bei 35 Metern sehe ich. Heck, holy shit, wie schnell fahren die denn? Ist aber ganz schön hier durch die 17. Es ist wahr, wir fahren durch die enge Straße. Nice. Bäh. Komm schon mit 10 km durch. Achtung, Markus, gerade ein bisschen langsamer hier. Ja. Okay, geh dich schon. Tapp vor dem Lenkanlage an. Komm, ich schließe einen Bahnübergang, aber die Schranken gehen nie runter. Ja. War eh noch nie. Komm.
Was ist denn jetzt los, Mike? Hey Mike, was ist los? Was jetzt? Lol. Ich habe die Yacht unter der Oberleitung. Ha! Oh Leute, nee. Nein, der Tieflader bleibt unten hängen, an der Bahnstrecke bleibt der unten hängen. Der Tieflader. Ernsthaft, muss er mit Gas. Ja, einmal bleibt er hängen. Einmal bleibt er hängen, dann kannst du weiterfahren. Muss ein Gas drüber. Naja, ich weiß nicht, ob das klappt. Probier ich jetzt einfach. Ja klar, musst du drüber bügeln. Vorne bleibt er hängen und dann soll das eigentlich gehen. Wieder. Das ist auf eine beschissene Strecke kann man sich hier nicht aussuchen. Die Strecke ist nicht für Tieflader gemacht. Alter, was für ein Kackbahnübergang. So eingeblieben. Ja. Oh, Gas. Bleib mich hängen. Genau, eingeblieben. Echt? Ist er? Hilft nicht. Jetzt bleiben alle hängen. Ja, von uns schon. Der mit dem komischen Silo. Der ist auch hängen geblieben. Der ist auch hängen geblieben. Komm, 50, komm, schaffst du, Quatsch. Ah, ich bin drüber. Ah, 150, gib ihm. Ah, ihr lang. Dann fliegst du. Nein, du fliegst. Ich hab da den Sprint wieder hängen. Aber Mike, du kannst mir noch ein bisschen Gas geben. Bin nicht hängen geblieben, ihr wart zu weit rechts. Ja. Ja, aber Mike war in der Mitte. Einfach ziemlich mittig. Ja, bei deinen Legs, bei seinen, meinst du? Weiter nicht. Also er stand vor mir. Das hat richtig auch so festgehalten. Okay. Vielleicht kam auch ohne Probleme durch Steven komischerweise nicht. Ah, warte mal. Was haben die für Reifen drauf? LKW. Ach nee. Okay. Ich hab die 315er 8er. Die Ballondinger. Ja, hab ich auch. Hab ich auch fast. Jetzt seid ihr zu fett. Lösung gefunden, danke. Achtung, stehen. Tada. Also beziehungsweise jetzt fahren wir dran. Weiter. Julius. Ist das so, wo du Trucks hast? Ja. Das ist ja egal hier. Schnelles Mann, sie kommt hier sowieso nicht durch. Zehn, passt doch. Ja. Ich will gleich, gleich nicht mehr. Wie jetzt? Gleich schön. Ich war gerade nur 10. Jo. Gesundheit. Genau. Das ist aber komisch, das Lenkrad. Der hinter mir fährt mit kaputten Motor. Julius, von welcher Firma ist denn der Lenkrad? Was? Von welcher Firma ist denn der Lenkrad? Das war nicht mein Lenkrad, das war Snapchat. Ah. Also bei mir hat es sich angehört wie eine Katze. Das war auch nicht. Bei mir wie ein Kind. Ach so. Ja, es hat sich auch tatsächlich auch für mich nach einem Kind angehört. Also, ja. Das war in der Schnur ziehst. Ja, ja. Also für mich hat sich nie angehört wie eine Katze, eher wie ein Kind. Ja, wie so ein kleines Kind, gell? So. Nee, Mama, ich möchte jetzt nicht ins Bett. Das.
Kennt ja Arthur am besten. Was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Ich auch nicht. What is this? Ich brauche Kaffee, bei mir liegt's sauer. Ich weiß nicht, was der meint. Kaffee? Das ist ein heißes Getränk. Der ist doch noch ein kleines Kind, der kennt das doch nicht. Ja, nee. Der ist älter als du. Geist eben hier drin. Der irgendwann. Ja, wo bist du? Kiki, kannst du drüben nachpeitschen? Was will ich peitschen? Nee, lass mal. Yeah! Ja. War ein Turbolader, ne? Ich bin schon so faul geworden, dass ich meine Beine auf dem Tisch habe und mit WASD lenke. Und fahre. Echt? Ja, ja. Das klappt bei dir? Ja, ja. Gut eingestellt. Das klingt. Ja, bist du bescheuert? Ich fahr schon gleich zurück. 4200 dpi sind jetzt an, das wäre nie gut. Immer lenken, ich bin zurück. Ach, stell doch auf 7000. Ja, natürlich. Da fährt sich noch besser. Also, tatsächlich kann ich meine auf 16.000 einstellen und da geht richtig Party ab. Ja, Millimeter und geht so zwei Bildschirme drüber. Also, wenn ich meine auf 7.000 oder 8.000 stelle, ich weiß nicht, wo die kommt, dann bin ich schon mit 1 Millimeter über 5 Bildschirme. Nee, nee, bei dir kommt erstmal Leck. Ja, nee, genau. Das hat ja nichts mit dem Internet zu tun. Wenn ich die Maus über den Bildschirm ziehe, dann hat das nichts mit dem Internet zu tun. So. Nur wenn ich es dann im Spiel benutze, dann vielleicht. Selbst dann ist es klein und fest. Jetzt gehen wir wieder Gas. Der klein wieder zurück. Also wenn ich mit meiner Maus über den Bildschirm ziehe, passiert da gar nichts. Ja, also an der echten Maus. Ne, da wird der Bildschirm rot. Nee, die muss ich dann schon übers Mauspad ziehen. Er wird rot? Ja. Nein. Okay, das sind 8200. Bei meinem auch bis zu 8200. Ah, ja, das gleiche. Alter. Jetzt bin ich gerade auf 800. Also 8200 reicht mir völlig. Ja. Wie willst du da Ego-Shooter spielen? Wie willst du mit 800 Ego-Shooter spielen? Ja, ich stell da Ingame ein bisschen höher. Aber 8000 reicht bei meiner komplett. 800 hast du eben gesagt. Ja, meine ich doch. Was? Mir kann gerade sein, dass ich hier jetzt irgendwo hinfahre, wo ich nicht hinfahren will. Mein Wieso? Einfach immer geradeaus. Ich bin wieder am Startbildschirm, am Desktop. Oh! Du bist ja schon allein, danke. Warte, ich bist ja auch zweimal. Okay. Geht wieder? Ja. Ja, da. Jetzt weiß ich, was WD heißt. Wieder da. Nach einem Stand, bitte. Ja, ja. Also, wir kommen immer wieder. Ich komme auf den TS und sag WD, ihr sagt WB. Genau, WB. Was? Und sag Wawa sagen. Ey, Wawa, was wollte ich sagen? Wawa. Wawa. Kann ich so viel, dass ich sprachbehindert bin. Hallo, Arschloch. Bitte mal freuen, wo ist Muten? Links. Und so. Links. Ich hoffe, die Antwort kam. War sogar links. Auch keine Freunde, ich lebe virtuell. Ja. Virtuell, klar. Virtuell, ja. Boah, ich weiß nicht, beim ETS-Konvoi, da fällt mir immer direkt so ein Film ein hier. Dr. Doolittle, falls ihr ihn kennt. Dr. Doolittle? Da gibt's so eine Szene. Unser Popo tut uns weh. Oh, Basti. Ja, Alter. Was soll denn das? Kennst du die? Die Ratten oder die Schafe? Das waren die Haustiere, die alle... alle ärztliche Behandlung brauchen. Ja, ich brauche schon ärztliche Behandlung. Von einem Tier. Was? Nein. Achso. Türe Dose schön zum Einschläfern. Was? Nein, kann ich mir da jetzt nicht einschläfern.
klar. Warum denn nicht? Geht gut. Ja, komm, du warst wirklich langsam zum Einschlafen. Ja. Ja, das singt doch was. Also wir hoffen, dass jetzt nicht gleich die Pause kommt, statt ich selber mal zum Kämpfen. Mario, musst du deinen Reifen anwärmen oder warum? Hast du Schlangenlinie? Hey, der rumpelt währenddessen. Ne, wir haben jetzt. Es ist wieder kalt geworden. Ja, deswegen mal abgebremst. Rechts links. Oh, ja, Steven! Kann ich nicht machen, aber ich hab's schon. Wollt gucken, ob die Reifen. Oh, nicht schon wieder. Ah, doch. ETS startet doch. Kann hier wahr sein. Achtung, wir sind sehr schön. Dankeschön. Gott Verstand. Ich muss mein Aufnahmeprogramm neu starten. Ja, nächste Pause. Oh, und da steht einer von der Konsec auf der Tanke. Mal schauen, wann die Pause endlich ist. Der Einsatzleiter steht auf. Ja, was denkst du, was ich mir gerade die ganze Zeit denke? Los. Langsam wäre die Pause angebracht. Weil, nee, jetzt können sie gerade warten, jetzt wenn ich Bonus gleich starte. Also, laut mich, wir fahren das an Verdena. Wir sind der nächste. Über Schroler? Herr Schroler. Ich weiß zwar nicht, wie hier der Verdenerhafen ist, aber. Oh, oben, weiß ich nicht wo. Was? Ne, Lok überholt uns. Wollen wir Ende oder Pause? Pause. Oh, ich glaube, ich mach da raus. Also, ich jetzt. Habt ihr gehört oder werdet ihr gegen gehört? Was hab ich gehört? Dankeschön. Achtung. Den kannst du weiterempfehlen. Ja, stehen. Kommt noch eine Lok. Ja. Kommt noch eine Lok. Ja. Was? Ja, ich wollte gerade sagen, was machen die Züge auf der Autobahn? Bin da gerade 10 Mal falsch gefahren, sehe ich das gerade richtig? Was? Nee, du guckst immer schief. Hey! Ja, wir machen geradeaus oder nach rechts ab? Ich würde sagen, geradeaus, oder? Ja, wir machen jetzt wieder eine Pause, weil ein paar falsch gefahren sind. Wow. Soll dann in der Pause dazu kommen? Ich flipp gleich aus. Komplett kontern sind falsch gefahren. Also ist die die erste oder konnte ich zufahren? Weil der Einsatzleiter gerade nicht vorne war. Ja. Mike, du stehst. Ja, dann wird improvisiert. Ganz einfach. Haben wir noch alle hinterher ab, würde ich sagen. Aua. Boah, was war das? Ich hab mir aufgepasst. Ich halt Kontran so wieder hinten anschließen. Mir ist sogar übelst rumgezogen. Wir haben doch schon wieder umgedreht. Keiner. Kommt doch schon wieder zurück. Ja. Gleich über uns. Sind die nicht gerade auch schon verkehrt gefahren? Nee, das war Kampf. Achso. RSL, die gibt's auch noch. Eieiei. Gibt's zwar kaum noch, aber die haben wir gar nicht am TS. Das ist ja fast genauso wie mich. Also das ist... Ja. Ja, du konntest. Ja, ja. Genau. Gibt's für beide. Ich wollte gerade sagen. Aber die Falschfahrer einlasten gleich. Kommt da noch einer. Aber ja, kommt noch, ja. Einzige Test, die Anrede mache ich nachher nicht. Nee, das macht Steven. Also, ja, genau. Ja, du bist ein bisschen freundlich. Ehrlich, du bist freundlich, selbst wenn du aggressiv bist. Da gibt's einen Brunner ja erstmal. Der kann da gar nicht. Lastengrad. Kann Steven doch. Doch, das kann er. Hat es hervorragend geklappt. Selbst da ist er noch höflich. Ja. Mann, war das ein scheiß Konvoi. Böses Arschloch. Genau, Steven böses Arschloch. Nee, da rastet bloß eh mal richtig aus und danach ist dann ganz schnell wieder unten. Level. Also ich bin immer ganz freundlich. Wenn die Anrede stimmt, dann ist alles in Ordnung. Das kann ich aber nicht. Hey, nee, deswegen sag ich ja. Das ist Steven, macht das schon. Der hat Bock dazu. Kenn ihn doch. Total. Er sagt immer gern, danke. Fertig. Praktisch, dass er jetzt nur ohne Standstreifen kommt. Seid froh, dass ich das nicht mache. Also bei mir war es wirklich bloß. Ja, vielen Dank und tschüss. Fertig. Haben wir irgendwann noch einen Konvoi? Irgendwann, ja, ja. Musst du da ja Augen machen?
Ich? Ja, irgendeiner. Ach, das ist Werbung so. So wie Sascha immer. Bin ich Sascha? Sascha macht seine eigenen Konten. Das ist so okay. Genau. Ja, gut, wir können ihn aufstehen. Ja, aber ja, aber hier sind Firmen dabei, die na gut, nee, glaube ich nicht die Firmen nicht dabei sein sollen. Richtig. Ich glaube, der also, Kreis ist nein. Die Werbung nicht gemacht. Oh, geht die Werbung hier. Ihr seid selber genug Werbung, ne? Richtig, wir sind geil. Komischerweise das auch keiner was von euch, ne? Wie bitte? Ist Hammer, echt. Alles wird kritisiert, ne? Kaum sagst du, wir sind geil. Kein Gegenstimm. Perfekt. Also, ich bin geil, das weiß ich. Oh. Mein Kotzeimer. Ja. Ach doch. Wir sind so schön. Das ist nicht euer Ernst. Sorry. Was denn? Aua. Wer zieht denn da wieder um? Nein, sorry, Mario. Das ist dein Bremspedal aus weg. Ja, ich bin der Scheißaktion. Was denn? Ja, bitte? Was hast du denn? Echt? Das kommt bei mir nicht an. Ich hab bloß dein Popo immer größer werden sehen. Oh, der hält an. Zurück, ja. Aber ich geb den Fehler ein. Schaden hast du nur mal. LKW habe ich jetzt 0. Ja gut, hast du Slash fix gemacht. Ja. Ich hab einen auf dem LKW. Verschleiß. Ich auch. Schon wieder. Eine Seefahrt, die ist. Fahrt die ist schön. Wer ist kaputt? Mike. Dein Mikro gleich. Hoffentlich. Lass es mir auch bei dir sagen. Boah. Wow. Hallo. Das ist ziemlich ruhig gewesen, also bitte. Der hat eine sehr beruhigende Stimme. Da. Boah. Los, auf Schwanz gedreht. Auf welchen? Also, was, ich Achtung, Überholer. Ich hab dir auch noch nichts angeboten dafür, dass du sowas sagst, also. Ja. Du hast ja auch nichts gemacht. Eben. Du hast ja nichts zum Anbieten. Leute. Kind dein Notstand. Ich bin aber schon wieder mit auf der Autobahn. Immer noch. Ach, der ist wieder mir vorgelassen. Der schon wieder. Ja, ist Paco, das davor. Auch der dürfte bei mir nicht vor. Das interessiert mich nicht, wer das ist. Wenn das Obama ist, dürfte der nicht vor. Was macht ihr hier? Mein Gott. Ja. Seitdem wir mit dabei sind, ja, das stimmt. Vorher hat das nie gemacht. Oh, ich kann nicht mehr. So traurig. Wo gibt's denn jetzt bitte auf der Promos Map Schwertransporttour? Überall. Ja, überall. Es gibt halt vier Routen.
Und manche richtigen. Wir sind gleich nach Pause, kannst du in Livorno zu uns stoßen. Eis gibt's gleich, Pause in Livorno, cool. Wahrscheinlich, am Container. Dem Ding, wo man es 10 Minuten geladen hat, jetzt ist Pause geil. Das ist einfach nur schade, dass der Grundkranz die ganze Zeit macht. Ja, die haben sich verfahren, jetzt müssen sie erstmal wieder. Das sind immer noch die. Ja, klar. Ja, weil da eben schon wieder einer runterkam direkt, deswegen dachte ich, dass die anderen auch schon runter waren. Also Steven, Stoff für deine Rede habe ich. Hä? Was? Nun, kurz. Stoff für deine Rede nachher habe ich. Achso. Ja. Soll ich auf die linke Spur wechseln? Fahren wir raus. Ja. Fickt euch, disconnecte von ihr Channel. Und das aber alle gleichzeitig. So, zwei Spur weitergehen, ja. Zieh rüber, mein Gott. Mike, es reicht auch normal, mich anzureden. Brauchst du nicht deinen Gott nennen? Ich nenne mich Idiot. Das kannst du auch jemand anders nennen. Fällt mir auch jemanden ein, spontan. Danke. Ja? Steven, das war nicht so gemeint, an dich war es auch nicht. Nicht wahrscheinlich. Nein, Flo, du auch nicht. Echt? Ja. Wer sonst? Verrate ich nicht. Hallo. War nicht gerichtet. Wirklich, wenn ich zeig mal deine Singlemaschine, dass du Gas geben kannst. Oh, hab ich schon abgehangen? Aber leid. Willst du nicht? Echt Singlemaschine? Ich hab mich vor dir noch eingeordnet. Ja, hinter mir war eine Singlemaschine. Ich wollte gerade überholen, Gas gegeben. Wurde ausgebremst, so muss das sein. Das ist dein Coin. Ja. 190. 150 PS, 190 km/h. Beschleunigung ist von dem iPhone aufartig. Autopass links. Oh, ich hab Hunger. So, irgendwo Kaffeeautomat? Oh ja, das wäre jetzt gut. Kaffee oder Bierchen? Oh, ich hab da eigentlich hier so eine Olle. Ne, nee. Nee, lassen wir. Danach kannst du Kaffee nicht mehr trinken. Hey, du Ziege! Hast du Bock, Kaffee zu machen? Ja, schade. Dabei war das romantisch. Was hast du jetzt nicht ernst gemacht? Los, Mike, Gummi. Was hab ich? Was hast du jetzt nicht Gummi gemacht? Ja, doch, hat er, Ziege. Warum? Kann man doch. Milch wäre ja schon da. Oh, Steven! Basti, du hast einen Fehler gemacht. Mach keinen Fehler. Du hast gesagt, du hast gefragt, hast du Bock, einen Kaffee zu machen? Das heißt, mach Kaffee. ZZ. Nee. Nein. Das bringt nichts. Ich stell mir gerade vor, wie Basti am Valentinstag ist oder gewesen war. Das ist sehr romantisch. Sehr brav, mit Blumen, ja. Und. Richtig, das gab's tatsächlich. Die hab ich hingeschmissen und hab gesagt, hier freu dich. Wie ein Pokéball? Nee, da kam dann so der Spruch. Frühstück! Jetzt weiß ich, welcher Container. Hier, Schatz. Hier kannst du dein Mittag ist das. Da, wo die Brücke hochgeht. Ja. Genau, da, wo die Brücke hochgeht, wisst Bescheid. Keine Ahnung, wo die Brücke hochgeht, aber. Also, schätzungsweise da, wo ich noch nie war. In Livorno. Weil so viel bin ich in Italien noch nicht gefahren. Was ist denn Livorno? Ich bin auf der östlichen Seite einmal rund und einmal hochgefahren, während. Statt du weiter spoilerst, hast du die Stadt verstanden? Ja, ne? Livorno, ja. Gut, danke. Container ab, ist auch Stadt, ne? Ne. Da, wo die Container stehen. Also, da, wo einfach. Oh, was ist hier? LKWs stehen. Keine Ahnung, wohin. Genau. Aber also LKW, Entschuldigung. Ja, und wieder einer vom Kap Logistik Tannen. Sind die echt jetzt? Gefahren, oder sollten wir gerade ausfahren? Ich weiß. Nein, links war richtig.
Sag mal, startet der Truck SMP eigentlich immer nur, wenn ich das Fenster zweimal öffnen möchte, oder hier, was? Hier. Vinny, der eine ist halt vor mich gefahren. Also. Gerade das ist aber nicht der Container, wo wir gerade hinfahren. Schön, dass Kaplo Gössig auch jetzt mal. Stimmt, bist du eigentlich gerade ausfahren müsstest? Nein. Kommen Sie vor der kurzen Blink nach links. Fahr mal hier lang, Gössig. Also im EL ist kein Konsekt, die dir den Weg zeigt. Nach uns nicht. Jetzt schon gar keinen Schwellen mehr. Oh. Ah, oder hier ist Feierabend. Hallo. Das wäre jetzt geil. Das wäre jetzt toll. Marco auf jeden Fall. Ja, wo lang geht's da geradeaus? Wartet eineinhalb Stunden. Ach, jetzt ist aus. Wo fahren die zu? Achso, ja. Jetzt ist mal geradeaus, ja, geradeaus und dann das ist ein größer wird links. Und die staunen sich hier schon wieder, die Idioten. Ja, wir fahren zum Containerhafen. Jetzt fahren wir so rum, jetzt durch die Stadt fahren wir jetzt alle. Ja. Halt, Marco. Ich stehe. Mal gucken, ob die Brücke oben ist oder unten. Erst Singleplayer, dann Multiplayer. Ja, hier stehen hier welche von der. Steven? Was ist los? Sollen wir jetzt hier drauf fahren oder fahren wir geradeaus? Gerade. Jetzt erklär mir mal bitte, warum wir jetzt hier außen rum gefahren sind. Wegen der bescheuerten Brücke oder was? Nein, ich glaube, wir sollten doch geradeaus fahren. Nein, Brücken ja. Sind nicht bescheuert. Warum stehen die da jetzt alle wie die Behinderten? Weil die geradeaus gefahren sind. Ah, hier steht der Konsek. Runter. Sind die hinter uns waren? Ach doch. Aber ich finde das ja mal geil, dass sie so eine Brücke hier reingemacht haben, die hochgeht. Ja, ja. Stell dir mal vor, die geht runter. Aber wer sowas. Aber ich würde sowas nicht eine Konvoi-Planung mit einplanen. Sag's doch. Doch drinnen. Julius, was macht ihr eigentlich für Gefahr? Was, sind das was tue ich? Ich sehe es falsch. Warum? Weil die Kreuzung blockierst. Ja, du nicht, oh, oder was? Du blockierst die Kreuzung. Alles klar. Wen interessiert das? Mich nicht. Du hast die andere Stufe, die anderen noch mit blockiert, ja. Eigentlich hätten wir schön auf zwei Spuren fahren können. Wenn die warten wollen. Was für ein Containerhafen, habt ihr gesagt, alles im Kraut. Weil wo ist denn hier der Containerhafen, bitte? Ach, oh, warte. Der ja, ist beim L von die Ordnung. Irgendwas mit T. B, weiß ich nicht. Ja, ich hab's. Na gut. Ist da danke. No Collision oder nicht? Weiß ich nicht. Du musst schon sehen, dass da eigentlich eine Firma ist. Naja, wenn's Pause ist, dann reicht's auch, wenn ich mich am Dreierstand hinziehe. Frachttieflader bis 18 Tonnen, kein Schwarzmüller. Das habe ich schon alles. Oh, ordentlich. Ich sehe dich aber ab. Sogar vorher, als ich auf der TS kam, hatte ich schon alles vorbereitet. Oh. Ach du Scheiße. Und stand sogar schon in der Stadt, in der wir sein hätten müssen zum Start. Ach du Scheiße. Ja, los, wo ist denn der Mike? Es ist no collision. Na gut, egal, zu spät. Ah, weiß jetzt aber, wo wir uns hinstellen. Wohin willst du? Folgen. Was? Wohin willst du? Folgen. Weiß ich, warum ja, ich da rübergefahren bin. Wieso mir nachfolgen? Ach, hier wieder, ja. Handy. Hinten direkt. Ja. Auch noch ein Stück vor. Also noch bis hier hinten vor.
Hier rechts neben mich, kann doch noch. Oh, musst du ihn fahren lassen. Was? Rechts neben dich? Nein, ist gerade gekommen. Sind die, dann setze ich mich rechts neben dich. Damit wir in der Reihenfolge bleiben. Aaron Hill. Wenn bei euch kein Trailer steht, kann ja noch einer da stehen. Ich weiß nicht. Komm gleich wieder. Was willst du von mir? Session is invalid, we'll start the game and log in again. Willst du mich verarschen? Leute. Ich weiß schon, warum ich nie Multiplayer und so. Alter. Ja. Merkt sich das Spiel. Hä? Hä? Was ist das Spiel? Was? Das Spiel merkt sich das wahrscheinlich und deswegen lässt es dich auch nicht rein. Ja, könnte sein. Kommst du denn rein? Ja. Wo ist Steven? Ach so! Oh. Interessant. Und wurden wir gesehen. Guck mal hier mit EKH, also wenn du irgendwann mit der Wand kommst, geht's direkt. Danke. Bis gleich. Vorne bei Terminal Container, oder? Ja. Immer noch. Gut, weil die fahren, warum auch immer, wegen da gerade alle komplett nach Livorno rein. Richtung ja, ist Gar. Normal, ist richtig. Das ist richtig, okay. Ich fahre jetzt einfach gut, AFK. Jo. Dass ich zum Hafen zu euch komme. Absolut, jetzt sind alle mal schon. Wurde jetzt gemutet.